Wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen, 11 Uhr. Ihr seid hier auf dem Einfachnähen YouTube-Kanal. Ich bin Anna von Einfachnähen und hier wird heute wieder live genäht. Wie ihr sehen könnt, Corona-bedingt habe ich keine Gäste neben mir sitzen, wie es normalerweise so wäre. Aber ich habe zwei wunderbare Gäste mit zugeschaltet. Und zwar die liebe Ellen und Dagmar vom Label Schnittmuster Berlin. Hallo ihr beiden. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Grüße nach Berlin. Hallo, liebe Anna. Guten Morgen. Das ist so schön, euch zu sehen. Wir haben das ja nun wirklich jetzt schon etwas länger geplant, dass wir zusammen nähen. Ja, jetzt ist es nun mal über diese Lösung, aber umso froher bin ich, dass es überhaupt technisch funktioniert. Beim letzten Mal haben wir ja schon bewiesen, dass das einigermaßen funktioniert und alle mitnähen können, die mitnähen möchten. Bevor ihr euch jetzt gleich vorstellt, erkläre ich für alle, die jetzt heute neu dabei sind, nochmal so ein bisschen die Spielregeln, wie das heute so abläuft. Ihr hattet eine Woche lang Zeit, euch das Schnittmuster, nämlich den Pulli Pamela, oder sagt ihr Pamela? Ich weiß es gar nicht, Pamela wahrscheinlich, ne? Wie man möchte. Wie man möchte. Auf jeden Fall hattet ihr die Möglichkeit, euch das Schnittmuster eine Woche lang gratis bei mir im Mitgliederbereich runterzuladen. Dafür musstet ihr euch nur registrieren. Und wenn ihr zufälligerweise auch Premium- oder Curvy-Mitglied seid, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit gehabt, euch die komplette Anleitung mit runterzuladen. Das Ganze ging bis 10 Uhr, damit ihr noch Zeit habt, Stoff zuzuschneiden. Und wir beginnen jetzt gleich direkt mit dem Nähen. Wenn du live mitnähst, dann kannst du jederzeit hier unten auf Pause drücken. Auch beim Livestream, wenn du das in der Wiederholung anguckst, ja sowieso hin und her springen, wie immer du möchtest. Und in der Zeit kannst du auch Fragen stellen. Ihr könnt Dagmar und Ellen fragen, was immer ihr möchtet, was euer Nähherz begehrt. Und natürlich auch live mitnähen, wenn da irgendwelche Fragen sind, was ihr nicht verstanden habt. Einfach unten in den Chat mit reinschreiben und ich bemühe mich auch langsam zu nähen. Und ansonsten der kleine Hinweis, ich nähe heute hauptsächlich mit der Overlock-Maschine. Ich habe nämlich ein paar Nachrichten bekommen, dass es doch ganz nett wäre, mal wieder ein bisschen zu zeigen, wie mit der Overlock genäht wird. Da Brustabnäher drin sind, nähe ich aber auch gleichzeitig noch mit der Nähmaschine. Das heißt, wir werden hier ein bisschen mit den Maschinen hin und her switchen. Falls du keine Overlock-Maschine haben solltest, ist es aber auch kein Drama, denn du kannst auch alles mit der Nähmaschine nähen. Hauptsache, du hast einen elastischen Stich eingestellt. So, jetzt habe ich, glaube ich, einiges erzählt. Jetzt seid ihr dran. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle, ihr zwei. Stellt euch mal eben vor, wer ihr denn seid. Okay, wer startet? Du oder ich? Also wir machen jetzt Abstand, damit wir die Maske einmal abnehmen können. Genau, damit man euer Gesicht auch sehen kann. Guten Morgen, ich freue mich schon auf diesen Sujelon und ich denke mal, wir werden ganz viel Spaß dabei haben und stellt uns ganz viele Fragen und wir werden so viel erklären, wie es nur irgendwie geht oder Geschichten erzählen, alles, was ihr möchtet. So, jetzt gebe ich weiter an. Moment, ich wollte gerade sagen, einmal kurz sagen, wer du denn bist von den beiden, denn das steht leider nicht untertitelt. Habe ich das vergessen, ich bin Ellen. So, dann Dagmar. Hallo, guten Morgen. Also ich bin Dagmar von Schnittmuster Berlin und ich freue mich auch total. Das ist wirklich hier Neuland für uns beide und wir sind schon total gespannt. Also stellt uns viele Fragen und wir versuchen alles gut zu beantworten. Genau, und da ihr ja auch nebeneinander sitzt, machen wir den Live-So-Long dann in dem Falle tatsächlich mit Maske auf, sicher ist sicher. Und wir wollen ja hier auch versuchen, das alles so konform wie möglich dann auch zu machen. Ich habe euch eigentlich ganz gut verstanden, das sollte nicht das Problem sein. Und deswegen werden wir das hier ganz digital mit Maske trotzdem durchziehen. Eine Sache noch, wollt ihr noch ein bisschen sagen, was man außer dem Schnitt Pamela bei euch noch so findet? Oh, wir haben ja nun wirklich ein riesengroßes Angebot. Wir haben über 200 Schnitte, mittlerweile auch, ich glaube, 70 E-Books. Ja, 76 E-Books. Und bei uns gibt es von den einfachsten Sachen, Pulli bis Bluse, aber auch bis zum Wintermantel, Sommermantel, Trenchcoat. Wir haben alles dabei in unserem Angebot. Und eben auch Papierschnittmuster. Wir machen Papierschnittmuster, Mehrgrößenschnitte, Einzelgrößen und wie gesagt jetzt auch die E-Books. Ja, und das Schöne ist, dass ihr ja heute auch einen Rabattcode habt für alle, die jetzt heute mit zuschauen. Wollt ihr das auch eben nochmal sagen? Wir blenden das auch nachher unten nochmal ein. Also für alle, die jetzt nicht schnell genug mit Stift und Zettel sind, den wiederholen wir nochmal. Aber wer Lust hat, euch kennenzulernen, der hat heute eine ganz tolle Möglichkeit dazu. Genau, und zwar gibt es heute für alle E-Books gibt es 20% Rabatt. Und zwar bis heute Abend um 20 Uhr. Und der Rabattcode, der heißt LiveSewAlong 2020 und das L von Live wird groß geschrieben und ansonsten alles in einem Wort. Das heißt nämlich dann auch für alle, die jetzt das Schnittmuster leider verpasst haben, ihr könnt euch das auf jeden Fall heute noch mit 20% Rabatt dann auch nochmal direkt auf der Seite von Schnittmuster Berlin herunterladen.
So, wir können mit dem Nähen anfangen. Ihr leitet mich ja wieder an, guckt auf meine Finger, achtet darauf, dass ich auch alles richtig mache. Und wenn wir schon beim Thema alles richtig machen sind, ja, mir ist da was passiert. Ich bin ja auch nicht immer so perfekt. Also ich nähe nämlich heute mit einem schönen Alpenvlies, richtig schön kuschelig. Und ich habe auch ganz gewissenhaft alles hier schön zugedeckt und zugeschnitten und so weiter. Und als ich fertig war, habe ich leider nicht darauf geachtet, dass die Streichelrichtung in die richtige Richtung geht. Also, es geht jetzt, also ich kann jetzt immer nur von unten nach oben schön streicheln, leider nicht andersrum. Aber ja, shit happens. Ich hatte auch nur diesen einen Stoff und jetzt ist das halt so. Ich hoffe nicht, dass er zu sehr beim Tragen hochkrabbelt. Ja, aber ihr seht, mir passieren auch Dinge, die nicht passieren sollen. Also insofern, shit happens und wir fangen einfach mal an mit dem Vorderteil. Da gibt es eine kleine Besonderheit. Ich habe für mich die 36 ausgeschnitten und ab, korrigiert mich, 42 oder 44 ist ein Abnäher drin. Ja, 42 ist eigentlich ein Brustabnäher drin. Genau, und alles, was da drunter ist, hat nämlich noch keinen Brustabnäher. Und ich habe bei mir jetzt aber eine FBA gemacht, damit ich für meine Brust ein bisschen mehr Platz schaffe und alles andere aber an Ort und Stelle sitzt. Und deswegen nähe ich auf jeden Fall auch mit Abnäher. Also falls du jetzt keinen Abnäher haben solltest, weil du unter 42 die Größe nähst, dann kannst du nochmal in Ruhe dir ein Schlückchen Kaffee holen oder auch ein Sektchen oder was auch immer dich jetzt gerade glücklich macht, ein Stück Schokolade. Und ich fange an damit, die Abnäher zu nähen. Und alle, die jetzt auch einen Brustabnäher mit dabei haben, können mir dann folgen. So, ich weiß nicht, wie ihr sonst eure Abnäher näht, Dagmar und Ellen, aber ich habe mir jetzt hier an den Endpunkt eine Nadel gesetzt, also da, wo jetzt hier das rote Köpfchen ist, und habe mir Anfang und Ende von dem Abnäher noch eingeknipst, weil auf dieses Alpenvlieszeugs noch mit Kreide oder Marker zu arbeiten, das geht ja nicht. Also ich kann ja, das nicht. Ich gerne. Genau. Du klappst es jetzt einfach auf die Hälfte, knipst auf Knips. Und dann hast du ja den Endpunkt, da wo die Nadel drin steckt. Und dann fängst du an mit dem Nähen an den Knipsen an der Seitennaht und nähst dann einer geraden Linie hin bis zur Nadel. Und um das am Ende nicht verriegeln zu müssen, das wird oft so dick, machst du zum Ende hin die letzten 1,5 Zentimeter einen kleineren Stich. Genau. Stichlänge. Die Stichlänge eins runter auf 1 Millimeter und genau, dann muss man es nicht verriegeln, weil man das ja meistens nicht schafft, dass man in der gleichen Linie wieder rückwärts näht. Und dann kann man den Faden einfach dann eben ein bisschen 2 Zentimeter, 1,5 Zentimeter stehen lassen und abschneiden. Das ist auch eine ganz spannende Technik, die kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Also bei meiner Maschine habe ich netterweise eine Punktverriegelung, das funktioniert auch ganz gut. Aber ansonsten habe ich den Faden immer rausgezogen, etwas länger gelassen und dann am Ende dann verriegelt. Also so habe ich das auch gemacht. Also mit dem Nahtzahl runter und dann einfach da an der Stelle, das finde ich auch eine gute Idee. Genau, das habe ich noch nicht gehört. Du fängst mit dem normalen Stich an und zum Ende hin, die letzten 1,5 Zentimeter, wird der Stich immer kleiner und dann dürfte das eigentlich auch nicht auftrennen. Ja, super. Also ich fange jetzt mal an zu nähen. Ich gucke mal eben, passt das Bild so für euch, dass ihr seht, was ich da tue? Ja, müsste eigentlich passen, ne? So. Ja, Ellen und Dagmar haben gleichzeitig auch den Chat noch mit im Blick, sodass ihr auch, wie gesagt, jederzeit Fragen stellen könnt. Ich hoffe, ich kriege das heute alles so einigermaßen hin mit Fragen beantworten, nähen, quasseln und so weiter. Jetzt bin ich hier an dem Punkt, jetzt ziehe ich meine Nadel hier ein bisschen raus, damit ich weiß, wo mein Endpunkt ist. Und damit dieser Knubbel nicht unter dem Nähfuß verschwindet, ziehe ich das so ein bisschen raus. So, und ich bin, wie gesagt, mit meiner Punktverriegelung an dieser Stelle jetzt hier immer ganz glücklich, aber ansonsten könnt ihr auch sehr gerne mal ausprobieren, was Ellen und Dagmar da gerade eben vorgeschlagen haben. So, ich habe jetzt kein Bügeleisen eingesteckt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich den jetzt nicht direkt ausbügel. Aber wenn ich das Ganze jetzt einmal aufklappe, ja, so, dann habe ich jetzt hier, ich klappe die Nahtzugabe von dem Abnäher, klappe ich dann immer nach oben. Genau, ja. Genau. So, und das kann ich mir jetzt auch nehmen. Wenn man von oben runterschaut, nicht in die Naht reinschauen kann. Ja. So, und ich finde, ich habe das ganz ordentlich gemacht. Ich habe hier keine Tüte oder sowas, wenn ich das jetzt so ein bisschen dehne oder so. Wie gesagt, das kann man, wenn man möchte, jetzt noch schön ausbügeln. Das mache ich jetzt heute nicht. So, erster Abnäher ist fertig und das gleiche mache ich jetzt auf der zweiten Seite auch nochmal. Genau. Und ich habe jetzt schon gesehen, dass hier schon jemand gefragt hat, ob man ein Nahtband braucht. Also das wäre gut.
Also entweder ihr habt so ein Silikonband oder ein schmales Baumwollbändchen, Nahtband, weil das eben nachher für die Schulter ganz wichtig ist. Und fürs Halsband. Genau, ich halte es mal gerade rein. Also es gibt das von Flieseline, das heißt dann Framilastic. Es gibt das aber auch unter der Bezeichnung Framilon, das werde ich jetzt heute auch benutzen. Also das ist so ein durchsichtiges, sehr starres Gummiband, was man eben schön noch mit einnähen kann. Aber ansonsten würde es wahrscheinlich auch ein Saturnband tun, wenn ihr da noch was habt, irgendwas Schmales, irgendwas, nur auf jeden Fall, dass es nicht elastisch ist nachher. Nahtband mit Kettfaden geht auch, richtig? Ja, das, ja, ne? Geht auch. Ja. Ja, geht auch. So, ich habe mir jetzt meinen zweiten... Das ist auch so groß, es muss nachher auch nicht gedehnt werden, der Kopf geht da auf jeden Fall durch. Ja, genau. Du hast ja auch ein schönes Teil heute an, ne? Magst du das mal in Gänze zeigen? Genau, ich habe heute die Pamela an. Ach nee. Und mein Stoff, der ist auch relativ fest, so ein fester Bouclé. Und da seht ihr dann auch schon, dass der Kragen dadurch ganz schön Stand hat und das Halsloch also wirklich relativ groß ist. Ja. So, ich nähe jetzt mal den zweiten Abnäher. So. Gerne kommt immer mal die Frage, was denn ihr für Nähmaschinen benutzt. Was habt ihr denn oder habt ihr eigentlich auch eine private Nähmaschine für euch oder arbeitet ihr nur in eurem Atelier? Also ich habe noch eine Haushaltsnähmaschine zu Hause. Aber, was ist das für eine? Das ist eine Brother. Also eine relativ einfache. Ich habe die auch schon lange. Aber natürlich, am liebsten nähe ich auch hier bei uns im Atelier, weil wir sind natürlich gewohnt, aufgrund unseres Berufes an einem Schnellnäher zu nähen. Und ja. Ja, wenn man das gewohnt ist, dann ist dann der Umstieg auf die Haushaltsnähmaschine auch immer ein bisschen schwieriger. Ja, also es macht einfach mehr Spaß und man ist natürlich auch viel schneller. Ja, und ja. Wir haben natürlich auch Knopflochmaschinen. Wir haben eine Augenknopflochmaschine und eine Wäscheknopfloch. Von daher ist es für uns jetzt auch nicht so wichtig, dieses ganze Equipment in einer Maschine vereint zu haben. Mhm. Wir haben natürlich auch noch eine Kettelmaschine. Und wir haben uns gerade auch erst eine neue Nähmaschine in Schnellnäher gekauft von Juppi. Da kommt nächste Woche auch nochmal ein Post. Das muss man natürlich auch zeigen. Und man kann natürlich auch nicht nur Stoffe streichen, sondern auch Nähmaschinen, weil wir sind so begeistert von dem Teil. Und unsere Schneiderin, die sagt nur, es ist wunderbar. Es ist wunderbar, damit zu nähen. Und was? Ja, ich durfte den Yuki-Schnellnäher ja auf der Hausmesse vom Nähpark kennenlernen. Mhm. Ina von Patty Du hatte da ja ihre Jeans drauf genäht. Und das ist schon ein ziemlich cooles Teil. Allerdings bin ich platzmäßig hier auch ein bisschen eingeschränkt, ob ich mir jetzt nur für einen Gradstich tatsächlich noch eine eigene Nähmaschine dahinstelle. Ich glaube nie. Ich habe mich jetzt mit einer Overlock nochmal ein bisschen aufgerüstet, nachdem meine Pfaff mich jetzt dann tatsächlich doch ein bisschen im Stich gelassen hat, weil die Stichplatte zum zweiten Mal innerhalb von kürzester Zeit kaputt gegangen ist, habe ich es jetzt nochmal probiert. Ich habe zwischenzeitlich eine andere Overlock-Maschine hier gehabt, mit der ich nicht ganz so klargekommen bin. Und jetzt habe ich hier ja nicht nur die Nähmaschine von Janome, sondern auch die Overlock-Maschine. Und ich feiere sie sozusagen heute das erste Mal mit euch gemeinsam. Ich habe zwar ein paar Testnähte damit schon gemacht, um zu wissen, was da auf mich zukommt und ob das alles so funktioniert. Aber sie ist hat den Test bestanden, ist beklebt auch schon, wie man sehen kann, mit den schönen Aufklebern von Anke Cherry Picking, die man da jetzt kaufen kann gerade. Jetzt habe ich ein bisschen Werbung für Anke gemacht. Und ich bin sehr begeistert von dieser Maschine. Und wenn ihr wollt, kann ich da später gerne noch was zu sagen. So, alle sollten jetzt, die einen Abnäher zu nähen haben, was war das für ein Satz? Also alle, die auch einen Abnäher nähen mussten, sollten jetzt eigentlich fertig sein. Und dann können wir jetzt loslegen mit allem Mann zusammen, die jetzt auch sich gerade eben nur einfach ein Käffchen noch geholt haben. Und ihr müsst mir jetzt sagen, was ich als nächstes machen darf. Schultern so. Schließen? Schultern? Die Schultern schließen, genau. Und da eben vorher das Nahtband oder das gleich mit in einem Kiloband. Genau, also ich lege jetzt das, ich habe jetzt das Vorderteil mit der rechten Seite oben vor mir liegen, lege jetzt das Rückteil mit der rechten Seite da drauf, sodass ich auf die kuschelige Seite gucke, lege die Schultern übereinander und wenn ich das gemacht habe, lege ich dann gleich erst noch das Nahtband drauf, damit ich hier das alles richtig ausgerichtet habe. Genau. Also vielleicht nochmal als Tipp, also die Schulter bei der Pamela, die ist jetzt natürlich sehr schmal, aber wenn man jetzt eine längere Schulter hat,
dann sollte man sich die Bandlänge immer am Schnitt abmessen und nicht an dem zugeschnittenen Teil, damit es eben nicht schon so ein bisschen auseinandergegangen ist, wenn man jetzt so einen groben Strick oder sowas hat. Also immer die Nahtlängen, die Nahtbandlängen am Schnitt abmessen. Und also, das muss dann drauf passen. Inklusive Nahtzugabe. Also wirklich die Außenkanten vom Schnitt. Und diese Länge ist dann maßgeblich. Das heißt, ihr schneidet euch das Band vorher zu? Ja. Okay, weil ich hätte jetzt das Naht, also das Band da draufgelegt, fixiert und dann mit der Overlock einfach stumpf mit festgenäht. Weil sonst habe ich manchmal das Problem, wenn ich das jetzt ausrichte, tatsächlich hier oben, dass der Nähfuß mir das wegschiebt, weil ich das nicht richtig drunter gelegt bekomme. Ja, du kannst es natürlich auch 2 Zentimeter länger zuschneiden. Das weißt du denn. Das Maß ist +4, jede Seite 3. Und wenn es dann ein bisschen verrutscht, hast du halt auch was, dass du das festhalten kannst. Genau. Aber wie Dagmar schon sagte, bei so einer kurzen Schulter, wenn die so ein bisschen weiter rauskommt, okay, das geht. Aber wenn man jetzt so eine 12 Zentimeter lange Schulter hat oder... Ja, und das die stimmt. Wird dann so viel länger, das sieht nachher nicht schön aus. Ja, das stimmt. Aber das ist ein guter Tipp nochmal, dass man das am Schnittmuster abmisst und nicht direkt am Stoff, weil auch hier dieser Alpenvlies, der hat echt so ein Eigenleben. Boah, ne, ja, ja, genau. Du wirst es nachher merken beim Hals. Nein. Wo die Strecke natürlich dann nachher länger wird, wird es viel länger. Das zweite fummel ich gleich dran. So, ich habe, wenn ihr jetzt irgendwie ein Nahtband, Baumwollband oder sowas habt, dann könnt ihr das natürlich genauso daneben legen. Und jetzt fangen wir mal an. Ich hoffe, dass ihr das Bild hier schön eingefangen bekommt und alles sehen könnt. Also gerade mal noch, lese ich hier gerade eine Frage, ob unsere Schnittmuster auch größer als Größe 50 sind. Also leider nicht. Also unsere Schnittmuster gehen immer von 34 bis 50. Ja. So, ich bin jetzt hier, mal gucken, dass die Kamera nicht verschiebt. Habt ihr ein gutes Bild, ihr zwei? Könnt ihr sehen, was ich da tue? Ja. Ja, gut. Sieht gut aus. Dann legen wir mal los. Ich gucke jetzt natürlich extra noch darauf, dass ich jetzt hier, dass mir das Nahtband da nicht verrutscht. Wuhu, hat geklappt. Na, super. Gut. Yeah, ich bin ganz stolz. Ich bin ja komplett auf Neuland heute hier unterwegs mit der Maschine, aber hat sie gut gemacht. So, das ist jetzt das, was ich habe und ich schneide jetzt hier Anfang und Ende immer ab, damit dieses Plastikzeug da nicht noch rumliegt. Richtig, genau. So, und dann ist die erste Schulter schon mal geschlossen. Zweite hatte ich ja schon gesteckt, jetzt kommt da noch das Gummiband drauf. Dann drehe ich das mal um, damit das Gummiband nämlich auf beiden Seiten gleich ist. Nicht einmal vorne und einmal hinten. Das ist spannend, wenn man so zuschauen kann. Ja, ne? Genau. Ja, ich genieße eigentlich eure Position normalerweise. Sonst sitze ich ja mal daneben und kann schlaue Sprüche von mir geben. Und ich finde das immer ganz spannend, nach dem Live-So-Long nochmal selber zu gucken, was ich denn gesagt habe. Weil so nähen, quatschen und sich selber auch noch zuhören, also das ist wirklich eine Herausforderung. Ich hoffe, dass es nicht allzu viel Quatsch ist. Anna, alle Achtung. Ja, ich bewundere dich. Ich gebe mir Mühe. Mal gucken, was heute noch passiert. So, zweites Band ist mit aufgesteckt. Ich muss mir mal die Kamera so ein bisschen hier rüberschieben, damit ich nicht immer an das Kabel komme. Ja, so, ihr seht immer noch alles, ne? So, hier geht es nämlich ein bisschen besser für mich. Gerade noch eine Frage, wie wir die Masken nähen für Brillenträger, weil die ja gerne beschlagen. Also, ja, meine beschlägt ständig, ich hasse es. Also ich ziehe die einfach relativ weit hoch und mache dann meine Brille, die ist natürlich auch geht auch ein bisschen weiter runter, die ziehe ich dann einfach drüber und dann geht das eigentlich ganz gut. Und bei mir geht es nicht gut, weil ich habe nur so eine halbe Brille und ich leide darunter, dass sie ständig beschlägt. Ich höre aber auch von dann ein kleiner Tipp von mir, das habe ich nämlich auch, ich trage ja auch immer mal wieder Brille und ich habe das Problem auch. Ich habe also diverse Maskenformen schon ausprobiert, aber wenn man ein bisschen Spüli auf die Innenseite der Brille macht und das mit einem... wie heißen denn diese speziellen Mikrofasertücher noch so ein bisschen reibt, dann hat man kaum Schlieren auf der Brille, aber die Brille beschlägt nicht so schnell, weil da sich nämlich der Atem nicht so schnell ablegen kann. Okay, ist das auch also der Tipp für die Taucherbrillen? Da macht man da auch irgendwas. Bei den Taucherbrillen spuckt man rein.
genau. Ich glaube, wenn du im Meer stehst und schnorcheln willst, hast du nicht unbedingt das Spüli parat. Genau, aber man kann auch, es gibt auch so ein Silikonspray, was man da reinsprühen kann. Das habe ich allerdings für die Brille noch nicht ausprobiert, aber wäre auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ansonsten Spüli ein bisschen auf die Brille drauf und dann leicht verreiben. Also wie gesagt, bei mir hat das so ganz leicht Schlieren mal hinterlassen. Je nachdem, wie die Sonne steht, kann man ja da halt was sehen. Aber wenn sie beschlägt, sieht man halt gar nichts und so ein bisschen Kompromiss muss man eingehen. Und wir drücken uns allen ja die Daumen, dass es ja gar nicht mehr so lange dauert mit den Masken und dann sind wir da auch durch. Ja, schauen wir so mal. Beide Schultern sind zu. Ich habe auch, cool, wie gesagt, schlauerweise auf beide Seiten das Gummiband gemacht. Und jetzt hat das hier richtig... Genau, jetzt kommt gerade noch, hier lese ich gerade noch eine Frage, Nahtband auch bei Jersey, also würde ich auch, bei allem, bei jedem Stoff, der elastisch ist, würde ich so ein Nahtband eben benutzen. Und es ist dafür eben da, dass die Schulter nicht länger wird, wie der Schnitt es eigentlich vorsieht. Weil natürlich, wenn die Schulter sich auszieht, dann sitzt nachher der Ärmel auch nicht mehr da, wo er sitzen soll. Und dann verliert das ganze Teil natürlich an Passform. Ja. So, ich rate mal, Ärmel? Seitennaht. Oh, okay. Dann machen wir es anders. So, wie sieht es denn bei euch aus, die mitnähen? Tempo passt so oder soll ich irgendwie langsamer machen? Oder also schneller wäre, glaube ich, nicht ganz so gut. Aber wenn irgendwie was sein sollte, wie gesagt, schreibt es rein. So, ich habe jetzt das Vorderteil mit der rechten Seite oben, lege das Rückenteil drauf und bringe die Seitennaht übereinander. Genau, richtig. Und jetzt immer darauf achten, dass der Abnäher fixiert ist und der Inhalt nicht vielleicht nach unten rutscht. Ja, genau, da ist er schon fixiert, da mache ich ihn noch dran. Und ich stecke jetzt erst oben und dann unten und dann jeweils die Mitte, damit nämlich nicht dieser tolle Effekt entsteht, dass man oben angefangen hat und unten trotzdem Versatz, obwohl man gut zugeschnitten hat. Und ja, so, ups, weg ist die Klammer, tada. Und verteile so dann den Stoff gleichmäßig. Vor allem über so eine lange Strecke kann man dann auch immer mal wieder das ganz gut verteilen. Also es gibt ja nun unterschiedliche Vorlieben, was das Stecken der Nähte betrifft. Also wir sind ja auf jeden Fall, befürworten ja die Stecknadel. Ja. Im rechten Winkel zur Naht, weil der Vorteil ist einfach, du kannst bis zur Stecknadel rannähen. Und bei der Klammer musst du natürlich mit deinem Füßchen auch immer schon, ich sag mal, einen Zentimeter mindestens vorher aufhören. Und kannst, wenn sich bis dahin schon ein bisschen weiter aufgeschoben hat, das kriegst du dann nicht mehr verteilt. Über die Nadel kannst du auch zur Not mal rübernähen. Ganz viele ist auch in Ordnung, mögen auch gerne mit abnähernd dicken Strickstoffen. Ach, Entschuldigung. Also, wir sind die Nadelfraktion. Das war jetzt nämlich noch eine Frage, was macht man, wenn der Strickstoff sehr dick ist? Mit den Abnähern. Mit dem Abnäher. Ja, gute Frage. Also ich habe den, das ist ja hier Alpenvlies, ist ja auch recht dick. Ich habe ihn auch drin gelassen. Also es gibt tatsächlich von mir ein Video, wenn es ganz dicke Sweat zum Beispiel ist, ich schneide die auch raus. Ich weiß, da Schneider und so weiter, die schreien jetzt alle, aber mir ist das dann zu dick und zu knubbelig. Das heißt, ich nähe den, also entweder ich schneide ihn vorher raus und nähe ihn dann zusammen tatsächlich. Oder ich nähe ihn erst und schneide dann alles überflüssige ab oder gehe mit der Overlock nochmal drüber, damit Strick, ne, in dem speziellen Falle dann nochmal versäubert ist. Weil wenn das wirklich richtig dick ist, du kriegst ihn nie platt gebügelt. Ja, und vor allem, wenn das wirklich ein Strick ist, sowas, was Dagmar hat, wenn man das aufschneidet, dann hätte ich halt Angst, dass sich da auch die Maschen lösen. Bei einem Sweat ist das immer nochmal anders. Das kannst du wirklich, wenn er sehr tief ist, den kannst du verschneiden und kannst vielleicht, bevor du es zusammennähst, diese Schnittkanten auch schon mal ketteln. Ja, versäubern. Und dann kannst du den nämlich auch, das nennt sich auf den Kopf bügeln, also dass die Nähte auseinandergebügelt werden, bis dahin, das Ende dieser Tüte ist ja nicht weggeschnitten. Und das wird dann flach nach rechts und links auseinandergelegt und auf den Kopf gebügelt. Wie soll man das anders erklären? Ja, genau. Also ich habe es zumindest verstanden, was du sagen wolltest. Ansonsten gibt es auch immer noch mal den Tipp, wenn man mit dickem Strick arbeitet, ich bügel gerne auf die Kanten auch ein Nahtband auf. Und zwar eins ohne Kettnaht, sondern eins, was man so ganz relativ zügig wieder auseinanderreißen kann. Wenn ich das direkt auf die Kante nämlich drauf bügel, dann verhindere ich auch, dass mir Laufmaschen entstehen. Also das funktioniert auch ganz gut, weil man dann das Ende ja so ein bisschen verklebt und dann funktioniert das auch. So, ich habe gesteckt. Ich zeige eben nochmal hier auf dem Tisch, was ich gemacht habe. Ja.
Ja, Moment, Herr Kapellmeister. Ja, da ist das Adrenalin. Also ich fange jetzt hier oben an. Hier ist meine Schulter, also Armloch, und gehe dann einmal darunter. Hier ist der Abnäher. Da gucke ich gleich, dass der mir dann nicht verschoben wird. Und dann fange ich von oben nach unten an zu nähen. Und wenn jetzt ich wollte gerade nur sagen, wer keine Overlock-Maschine hat, der kann jetzt auch mit der Nähmaschine nähen, das habe ich eben vergessen. Nur dann einen elastischen Stich auf jeden Fall einstellen. Und auch kontrollieren, dass der Füßchendruck nicht zu stark ist, weil je weicher und dicker die Ware ist, umso mehr schiebt das Füßchen natürlich gerade die obere Lage vor sich her. Also da vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, dass der Füßchendruck nicht zu stark ist. Ich habe es gerade mal gemacht und ich werde mal gucken, weil Alpenvlies ist echt fies. Aber nun gut. Und nochmal ein Tipp. Die Naht jetzt natürlich nicht glatt ziehen. Also ihr solltet an dieser Naht jetzt nicht ziehen, weil sonst habt ihr nachher auch innen, sieht man das, dann sieht es ausgedehnt aus. Ja. Aber hier kommt hinten eine glatte Naht raus. Ich glaube, das funktioniert so. Und wenn die Strecken jetzt, die zusammengenäht werden, länger werden, dann sind dann bei uns in den Schnittmustern auch immer zwischendurch nochmal so Passknipse, die ihr unbedingt immer setzen solltet beim Zuschnitt. Weil die habe ich diesmal tatsächlich vergessen, aber ansonsten, ich glaube, alle, die mir folgen, wissen, dass ich ein großer Knips-Fan bin. Je mehr, desto besser. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige. Ja, weil es ist wirklich sinnvoll, die wirklich alle zu setzen und sich an die zu halten, weil es ist halt wirklich genau so abgepasst und abgestimmt, dass die Passform hinterher halt auch gut ist. Ne? Und Anna, wir kamen gerade einen halben Zentimeter ab und die Nahtbreite ist 1 Zentimeter. Ihr habt ja 1 Zentimeter Nahtzugabe in eurem Schnitt mit drin, ne? Und ich schneide hier so. In der Seite nach anderthalb? Ja, dann wird mein Pullover jetzt was größer. Ein bisschen weiter. Ja. Nein, ich habe nicht drauf geachtet. Also ich versuche immer so einen Tacken abzuschneiden hier, weil dann einfach die Overlock-Naht sich schöner drum legt, als wenn nicht abgeschnitten wird. Ja. Aber dass es 1,5 Zentimeter sind, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Also ich hätte mehr abschneiden müssen, ja. Ja, naja, meins wird ja ein bisschen weiter. Ja, beim Mehrgrößenschnitt, da seht ihr eben bei der Seitennaht zum Beispiel, da ist oben und unten am Saum ist eben immer so ein Passknips und das zeigt eben die Breite der Nahtzugabe an. Und wenn da kein Passknips ist, dann ist die Nahtzugabe immer 1 Zentimeter breit. Ah, okay. Also hier habe ich jetzt einmal die Seitennaht, ne? Hier ist der Abnäher noch. Moment, ich muss mal da hinrutschen. So, hier ist der Abnäher. Der ist nach oben weggeklappt und die Naht ist für mich gut. Ja, sieht gut aus. Hier kam eben noch eine Frage, woher der Stoff ist. Den Stoff habe ich tatsächlich bei der Petra von Pepelinchen bestellt, waren aber die letzten 1,5 Meter davon tatsächlich. Also da bin ich nochmal fündig geworden. Ich weiß nicht, ob der zwischendurch mal wieder drin ist oder ob der jetzt dauerhaft weg ist, kann ich nichts zu sagen. Aber ansonsten, das ist ein Alpenvlies, außen halt so ein Sweatstoff und innen drin schön kuschelig. Und wenn man schlau ist, dann schneidet man den so zu, dass die Streichrichtung von oben nach unten ist und nicht wie bei Also aus mir. Dieser Ware, da haben wir unseren roten Emilea genäht. Der hängt jetzt hinter uns auf der Puppe. Und das Schöne an dem Stoff ist nämlich, dass man die Innenseite auch nach außen nehmen kann. Ich hole jetzt mal den Hoodie dazu, dann kann man das vielleicht noch mal besser sehen. So. Ich stecke in der Zeit, nur falls ihr wissen wollt, was zu tun ist. Der Rumpf, diese Seite, das ist die Außenseite. Die Sweaty-Seite. Die Sweaty-Seite und am Ärmel sieht man vielleicht, da ist es flauschig. Also auf meinem Bild sehe ich das jetzt schlecht. Ich hoffe, dass ihr das, sieht man was? Kann jemand Feedback geben, ob man was sieht? Und das hier ist ja, jetzt. Ja, man kann es erahnen. Ja, man kann es erahnen und dann ist das farblich nicht wirklich so. Ich glaube, jetzt so sieht man es besser. Hier oben ist also es sieht die halt aus. Seiten nach außen und das ist hier die glatte. Genau, die glatte Sweaty-Seite. Also es sieht halt aus, wie wenn man quasi mit Kontrast gearbeitet hätte. Ja, ich überlege auch tatsächlich, ob ich den Schal oben nachher auch mit dem Alpenvlies außen mache, damit der halt schön kuschelig am Hals liegt. Weil der ist ja so, dass man den nachher auf die Hälfte faltet und dann ist ja alles Alpenvlies innen. Genau. Dann ist es ja weg mit dem Kuscheln. Aber das können wir gleich zusammen entscheiden.
das passt ganz schön zusammen. Ja, das ist, finde ich, auch eine gute Idee. Wir überlegen gleich mal am besten gemeinsam. So, ich habe in der Zwischenzeit die zweite Naht gesteckt. Auch hier wieder darauf geachtet, dass der Abnäher nach oben geht. So, und fange jetzt wieder da an, da runter zu nähen und hoffe auch, dass mir diesmal der Abnäher dann nicht umklappt. Anna, vielleicht fängst du vom Saum an, dass du mit deinem Füßchen nicht im Abnäher, im Inhalt hängen bleibst. Ich habe mal gehört, man soll immer in die gleiche Richtung nähen und immer von oben nach unten. Ja. Aber es ist ja auch beim Ärmel, man kann das immer nicht von der gleichen Seite machen. Deswegen sieht der Ärmel immer, den näht man einmal von rechts ein und einmal von links. Und dadurch sieht der Ärmel dann gerne auch ein wenig anders aus, der eine zum anderen. Weil er von der anderen, dann nehme ich euren Rat und fange von unten an. So. Auch hier schneide ich jetzt genauso viel ab wie auf der anderen Seite. Ja, alle anderen bitte darauf achten, dass mehr abgeschnitten wird. Hier ist noch eine Frage, ob man den Pulli auch mit einem Bündchen am Ausschnitt nähen kann. Kann man natürlich theoretisch machen, aber der Ausschnitt, also man muss darauf achten, der Ausschnitt ist relativ groß. Na, dann muss man den kleiner machen einfach, Bündchen, ne? Dann, je nachdem, wie breit das Bündchen sein soll und wie groß der Ausschnitt sein soll, müsste man halt den Ausschnitt erst ein bisschen verkleinern. Ja, und vor allem dieses Bündchen, was eingenäht wird, das muss natürlich an die Naht rangenäht werden. Nicht, dass das nachher hier oben so absteht. Sieht dann auch immer komisch aus. Anna, sehr professionell. Sieht gut aus. Dankeschön. Ach, und das von euch. Großartig, freue mich. So, tada, zweite Seitennaht ist auch geschlossen. Ich ärgere mich so hart, dass ich hier falsch rum zugeschnitten habe. Es ist schon, naja, gut. Nicht zu ändern, braucht man nicht ärgern. So, ich habe beide Seitennähte jetzt geschlossen. Und jetzt könnt ihr mir sagen, was ich machen darf. Wahrscheinlich die Ärmel jetzt, oder wollt ihr erst den Kragen machen? Ärmel. Wie passend, dass ich die hier schon direkt als nächstes habe. So, ich gucke, dass ich den richtigen Ärmel finde. Ich nehme das nochmal weg. Wenn man sich nämlich einen Ärmel anguckt, dann heißt es immer so schön vorne kurz, hinten lang. Und ich finde, das kann man bei diesem Schnitt nämlich wieder so schön sehen. Wenn man sich das anguckt, ist nämlich, ich ziehe es nochmal ein bisschen runter, das nicht direkt so, dass man das in den Bruch legen könnte und dann gleich ist. Also hier, da habe ich den Knips für die Mitte. So. Und wenn man jetzt hier mal guckt, vorne ist kurz und hinten ist lang. Selbst wenn man jetzt diese einzelnen Knipse nicht hätte, die man hier als Passzeichen super gut nehmen kann, dann kann man aber anhand alleine der Form erkennen, dass hier das Ding nach vorne muss und das muss hinten dran. Genau. So. Vor allem, wenn man dann den Schulterknips dazu hat, dann ist das ganz eindeutig. Ja. Und wir machen ja immer einen Doppelknips. Das ist immer das Zeichen für hinten. Das heißt, dass man eine Teilungsnaht hat, eine Wiener Naht oder was auch immer. Da kommt der Doppelknips hin und vorne ist im Armloch oder in Teilungsnähten immer nur der eine Passknips. So. Und das jetzt nur für die Erklärung für die, die wie ich normalerweise nämlich erst den Ärmel einnähen, dann die Seitennaht, ist natürlich Quatsch. Ich muss ja jetzt erst den Ärmel schließen, ne? Bevor wir uns um vorne und hinten kümmern. Ja. So, also nochmal zurück. Ich nehme meinen Ärmel, lege den jetzt rechts auf rechts zur Hälfte zusammen. Und nähe den dann zusammen. Moment, jetzt muss ich mal ein bisschen hier mein Chaos beseitigen. So, ich fange jetzt unter der Achsel sozusagen an zu stecken, gehe dann ans untere Ende. Hier, jemand fragt gerade, wo der Schnitt ist. Sie findet ihn nicht. Also bei uns auf der Seite Schnittmuster Berlin unter der Kategorie Damen und dann unter der Unterkategorie Pullis, da findet ihr den Schnitt. Oder ansonsten habt ihr auch eine schöne Suchfunktion. Genau. Ne, und dann über diese Funktion geht natürlich auch. Und dann halt entweder E-Book oder Papierschnitt. So, weil ich jetzt gerade so schön im Flow mit dem Stecken bin, stecke ich mir den zweiten Ärmel auch noch direkt. Ha! Richtig. Und dann beide in einen schließen. So, genau. Bei mir ist die graue Seite die linke Seite im Moment noch. Beim Kragen könnte das vielleicht gleich anders sein, weiß ich aber noch nicht. Aber jetzt machen wir erstmal das. Also es war ja die Frage, ob man erst den Ärmel ins Armloch näht und dann Seitennaht und Ärmelnaht in einem schließt. Also je flacher der Ärmel wird, also von der Kugel, je mehr er wirklich so ein ganz einfacher T-Shirt-Ärmel ist, Sweaty-Ärmel ist, umso mehr bietet sich das natürlich an, auch den Ärmel erst einzunähen. Aber dieser Ärmel, der hat jetzt doch ganz schön viel Kugelhöhe und
Ja. Ja, also wir nähen das rund dann ein. Also eben, genau. wenn es eine richtige Kugel oben ist, das seht ihr also oben, wenn es so nach oben geht, relativ weit nach oben geht, der Ärmel, dann wird der Ärmel erst zusammengenäht und dann ins Armloch eingenäht, weil das einfach nachher besser sitzt. Ja. Aber wenn das jemand partout anders machen möchte bei dem Schnitt, dann geht das auch. Ich habe hier gerade gelesen, wegen Benachrichtigung, wahrscheinlich hat hier jemand den Schnitt verpasst. Also, ihr habt, das möchte ich nochmal eben sagen, die Möglichkeit, euch beim Newsletter bei mir anzumelden. Da bekommt ihr mindestens einmal im Monat ein Newsletter zugeschickt. Und ansonsten auch nochmal, wenn ihr euch als Live-Solong-Mitglied, also als normales Mitglied bei mir registriert habt, habe ich euch auch in einem Mail-Verteiler und schreibe euch nochmal an, wenn das Schnittmuster online gegangen ist. Es kann immer mal wieder passieren, dass diese Mails nicht ankommen. Ich hatte das in der Vergangenheit mit T-Online-Adressen zum Beispiel, das ist aber mittlerweile vom Anbieter geklärt. Aber es kann immer mal wieder sein, dass euer Mail-Anbieter sagt, das ist Spam, weil das ist über Newsletter und dann haben die da irgendwelche Algorithmen, die da laufen und sagen, okay, da verschickt jemand ganz massenhaft irgendwelche E-Mails und dann ist das nicht mal mehr bei euch im Spam-Ordner. Ihr habt aber die Möglichkeit, bei euch im E-Mail-Verteiler, also bei euch in eurem eigenen E-Mail-Programm zu sagen, dass meine Anschrift, also meine E-Mail-Adresse, eine sichere E-Mail-Adresse ist. Guckt da einfach mal, das sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Bei mir steht zum Beispiel zu sicherer E-Mail hinzufügen oder irgendwie sowas heißt da der Text. Da einfach dann mal drauf drücken. Ihr könnt erst mir eine Mail schreiben, dann antworte ich euch. Oder ihr habt vielleicht in der Vergangenheit schon mal einen Newsletter bekommen, dann könnt ihr da auch reingehen und das machen, damit ihr für euren Anbieter sagt, jo, das ist Post, die ich haben möchte. Alles andere, da kann ich leider tatsächlich nichts tun. Das ist leider nicht in meinen Händen, warum das mal funktioniert oder mal nicht. Ja, und wenn dann einer mal dazwischen kommt, wo es halt leider nicht funktioniert, dann ist das sehr ärgerlich. Grundsätzlich ist es aber so, dass bei mir ja fast jeden Monat ein Live-So-Long stattfindet. Deswegen immer mal wieder auf meiner Website gucken, euch bei Instagram mit anmelden vielleicht, weil da haue ich es auch regelmäßig raus. Auf Facebook habe ich es auch angekündigt, also einfach mal selber ein bisschen aktiv werden und gucken. Und dann dürftet ihr eigentlich auch nichts mehr verpassen. So, ich habe meine Ärmel gesteckt und jetzt fange ich an, die zusammenzunähen. Ich habe heute so ein... Ich glaube, ich muss ja noch mal ein Schlückchen trinken. Achso, apropos trinken, bevor ich loslege, welche Kamera nehmen wir denn, Jonas, für diese hier? Ich habe ja immer die Tasse des Live-So-Longs. Und heute, Moment, wo muss ich denn hindrehen? Dahin? Da, genau. Ah, heute ist das die Tasse von Millie Blues. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Die habe ich zwar schon länger in meinem Sortiment, aber einfach noch nicht gezeigt. Das ist heute die Tasse des Live-So-Longs. Irgendwie bin ich so... So. Ja. Jetzt war hier gerade noch mal eine Frage, wenn man natürlich bei einem Jersey, der ja elastisch ist, der soll ja auch elastisch sein, das ist ja auch gerade das Angenehme beim Tragen, wenn man da ein Gummiband verarbeitet in der Schulter, hat man natürlich trotzdem immer noch eine Elastizität. Wenn da jetzt ein festes Baumwollbändchen eingenäht wird, dann geht das auch, aber es fühlt sich natürlich auch schön an, gerade wenn die Schulter auch ein bisschen länger ist, wenn es halt nicht so festgenagelt ist wie bei so einem Baumwollbändchen, sondern so ein leicht elastisches Gummibändchen. Das finde ich schon auf jeden Fall eine gute Idee, das in dem Fall zu verarbeiten. Ich hatte eben auch noch eine Frage gesehen, ob man den Schnitt auch aus Muslin, glaube ich, war das, auf irgendwas nähen kann, was nicht elastisch ist. Überlebbare. Da müsst ihr was zu sagen, weil ich finde den recht eng. Ja, ja. Also wir haben es noch nie ausprobiert, sagen wir es mal so. Und ich würde es jetzt tendenziell eher nicht machen, weil ich auch glaube, gerade mit dem Kragen aus so einer weichen Ware, das fällt alles so in sich zusammen. Ist schwierig zu sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach zu eng wird. Ja. Aber wir haben schon die verrücktesten Sachen gesehen. Ja, wir sagen, ein Kleid ist nur für Jersey und dann kommt es aus Viskose und es sieht super aus. Also letztendlich, Stoffe, es ist immer schwer, man muss es ausprobieren. Vielleicht in dem Fall eine Ware, die man noch über hat, die man eigentlich gar keine Lust hat, die zu verarbeiten. Vielleicht passt sie farblich nicht. Und wenn man die dann nimmt und es mal ausprobiert als Probeteil, dann kann man hinterher sicher sein, was man alles für Stoffe noch einsetzen kann.
Grundsätzlich würde ich eh immer empfehlen, immer erst einen Probeteil zu nähen, wenn man etwas experimentiert oder einen Schnitt näht, den man noch nie vorher genäht hat, weil doch da immer mal wieder Überraschungen sind. Und ich kann es nicht oft genug sagen, selbst wenn man das genauso näht, wie der Designer es sich vorgestellt hat und wenn man ihm den Schnitt zeigen würde und er würde sagen, ist genauso, wie man es haben will, also der Designer, heißt das noch lange nicht, dass euch das gefällt. Also Halsausschnitt zum Beispiel, glaube ich, ist das beste Beispiel dafür, dass man, wer war das? Die Andrea, glaube ich, ne? Nee, wie heißt sie denn? Die den Halsausschnitt doch deutlich kleiner gemacht hat, ja, weil er hier zu tief war, ne? Ja, ja. Ja, war sie doch, ne? So, ja. Und sie hat den natürlich sicherlich einmal so genäht, wie ihr beiden euch das vorgestellt habt. Für sie hat es aber, war es einfach zu weit und vielleicht zu viel Luft dann am Hals oder sowas. Und dann hat sie angefangen, das anzupassen. Also deswegen immer mal wieder ausprobieren, wenn man einen neuen Schnitt hat, erstmal ein Probeteil nähen, damit man eine Referenz hat und dann anfangen mit Anpassungen oder auch feststellen, vielleicht, dass der Schnitt tut nichts für mich. Das ist nämlich auch, was vielen noch ein bisschen schwerfällt, dass man alleine an der technischen Zeichnung noch nicht entscheiden kann, ob der Schnitt gut für einen ist oder nicht. Nee. Ich weiß nicht, beim Ärmel auch 1,5 cm Nahtzugabe normalerweise? In der Seitennaht, ja, also ja. In der Unterarmnaht. Ja, in der Ärmelnaht, ja. Genau, weil dann, ich mache da jetzt auch schmal wieder, weil ich ja eben auch schmal gemacht habe, damit es passt. Ne? Ja, aber wenn du den Ärmel dann einsetzt, das ist dann 1 cm. Ja, ja. Habe ich ein bisschen mehr Platz unter der Achsel, dann sitzt da vielleicht nicht so eng und ein bisschen mehr Lüftung drin bei dem dicken Stoff. Ja, und das passt ja dann auch wieder. Wenn du die Seitennaht, wenn du da 1 cm wegkittelst oder 4 mm und die Innenarmnaht mit dem gleichen Maß wird das weggekettelt, dann geht es ja auch wieder auf. Mhm. Genau, dann passt es wieder, genau. Ja. So, ihr Lieben. Ärmel sind beide fertig und jetzt kann ich mal zeigen, was ich eben meinte, dass der halt nicht gleich geschnitten ist. So, wenn der nämlich jetzt, der liegt ja jetzt hier im Bruch. Warte, ich ziehe mal ein bisschen tiefer. So. Nee, alles, achso, nee, ja, okay. Das ist hinten. Gut. So, also, ne, das hier ist das, was mehr ist und das ist dann hinten. Ja. Also vorne der kurze Ärmelteil und hinten der lange. Und hier ist zum Beispiel auch der Schulterknips. Also es ist gar nicht da, wo die Bruchkante ist, sondern der Schulterknips ist hier. Richtig. Wo war denn jetzt? Irgendwo da war er, da ist er, genau. Ja, ja. Da ist er, genau. So, also. Ja, die Strecke vom vorderen Arm noch einfach kürzer ist. Und jetzt drehe ich mir den auf rechts, ja. Den anderen auch, und stecke den dann in meinen Pulli. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Genau, jetzt ist es eben wichtig, darauf zu achten, dass man den richtigen Ärmel in den näht. Genau. Das wäre schon schön, wenn das passen dafür, würde. Dafür sind dann auch wiederum diese Doppelknipse, diese Passknipse da, die man dann beim Zuschnitt eben gemacht haben sollte. Ja. So, da habe ich also, ja schon direkt die falsche Seite. Beim Rumpf ist die rechte Stoffseite innen und beim Ärmel ist die rechte Stoffseite außen. Und dann kann man den Ärmel gut in das Armloch reinschieben. So, die zwei Knipse, jetzt habe ich nämlich hier bei meinem Vorderteil, die zwei Knipse sind oben Richtung hinten. Schulter. Genau. Richtig. So, dann ist es der richtige Ärmel. Am besten schiebst du jetzt den Ärmelsaum in das, ja. So, ne? Jetzt schiebe ich das da rein, damit der Stoff wieder rechts auf rechts liegt. Und als erstes wechselst du Seitennaht oder die Schulter, den Schulterknips aufeinander. Ja, ich habe jetzt hier Schulter. Ja. So, dann gucken wir mal, ob das aufgeht. Ja, und stecke es, so. Du nähst nachher im Armloch, ja? Ja, genau. Ja. So, ich gucke mal eben, also Achsel passt auch. Und jetzt schaue ich nochmal, sind das hier die richtigen Knipse? Vor allem ist der Doppelknips hinten, liegt der aufeinander. Ja, habe ich. So, sehr gut. Also die Achsel nehme ich zusammen hier. Und vielleicht machst du jetzt die Nahtzugabe vom... Ach nee, der Ärmel hat ja vergessen. Streichen. Bitte gehen Sie zurück auf Null. Genau. So, aber wenn du zur Seitennaht kommst, da wäre das jetzt, wenn der Stoff dicker ist, natürlich ganz gut, wenn du die Nahtzugabe vom Rumpf nach hinten legst, weil dann wird auch die Nahtzugabe vom Abnäher nicht gedreht, umgeklappt. Ja, andersrum. Ja. Und vom Ärmel legst du die in die andere Richtung, sodass die Nahtzugaben jetzt nicht aufeinander liegen. Habe ich gemacht, nur falsch rum, aber das war ein sehr guter Hinweis mit dem, weil ich hatte es genau andersrum. Also die Nahtzugabe klappte hierhin und dann hast du recht, dann würde der Abnäher... Ja, dann dreht sich das weg. Dann verdreht sich das. Habt ihr Adleraugen, Wahnsinn. Ja, so.
ich habe auch wieder was gelernt. Da hätte ich nämlich jetzt auch gar nicht drauf geachtet tatsächlich. So, das sind meine Doppelknipse hier. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Moment, wir gehen nochmal näher. So, hier, da sind eins, zwei. Kann man sie sehen? Andere Seite auch, andere Seite auch. Ja, ja, die andere Seite auch. Die liegen alle direkt übereinander. Ja, ja. Und zack. So. Und sollte jetzt der Ärmel, der Schnitte, da soll die Armkugel vielleicht ein bisschen eingehalten werden. Also man muss jetzt darauf achten, dass die Weite des Ärmels eingehalten wird und nicht, dass das Armloch ausgedehnt wird, um an den Ärmel zu passen. Das ist jetzt ganz wichtig. Und da ist es, wie Dagmar schon vorhin gesagt hat, immer der richtige Ansatz, wenn man im Armloch näht. Hm? Ja, genau. Also man näht eben auf dem Ärmel quasi, damit man... Auf dem Armloch. Genau, also im Armloch, aber man näht also innen im Ärmel und so, dass man die Weite vom Ärmel beim Nähen eben gut einhalten kann und anschieben kann. Und ich fange jetzt, also ich fange immer unten vor der Achsel an. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Genau. Ja. Und dann nähe ich jetzt im Armloch. So. Genau. Das heißt für mich einmal die Nadeln rausdrehen komplett, Füßchen heben und dann kann ich das da drunter schubbeln. So. Dann mal. Los geht die wilde Fahrt. Das ist jetzt die Seitennaht, oder? Nee, das ist die Schulter. Nee, das ist die. Die Seitennaht, ja. Das war jetzt Achsel. Ja. Ah, okay. Schon vorbei. So, ich schneide jetzt hier auch wieder nur gewohnheitsmäßig so einen Tacken ab. Weiß ich, wie viel da jetzt drin gewesen wäre. Ja. Da ist ein Fenster hinter. Wie viel? Also beim Armloch einnähen, beim Ärmel einnähen ist es ein Zentimeter nach. Ja, dann passt es ja. Dann ist es ja, genau. Habe ich ja hier. Kommt das ja hin. So, jetzt gucke ich hier, dass mir die Schulternaht nicht wegflutscht, damit die schön glatt liegt. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen eine schwierige Stelle, ja, wenn es so dick wird, dass man da eben nicht abrutscht. Hier kommt noch die Frage, ob wir den Pulli mal komplett zeigen können. Dann siehst du auch müsstest du einmal aufstehen. Du kannst ja einmal aufstehen. Das Schnittmuster, Entschuldigung. Schnittmuster. Okay. Mama, ich hole das mal aus der Tüte raus, weil dann blendet das nicht so. So. Hier ist die Pamela mit dem großen Rollkragenpulli. Und wenn du Dagmar siehst, Dagmar, du musst mal kurz aufstehen. Dann siehst du den natürlich auch angezogen. Bisschen zurück. Sieht man auch noch deinen Kopf. So, ich bin jetzt hier am Ende. Entschuldigung, dass ich das gerade kurz sage. Genau. Das nochmal das Bild dann dafür. Genau, ich habe jetzt hier den Anfang sozusagen und ziehe jetzt die Anfangsnaht von der Overlock einmal raus und gehe jetzt, hier hinten sind ja meine Nadeln, jetzt nochmal ein Stück weiter, ohne dass ich jetzt diese Naht hier kaputt schneide und gehe hinten dann raus. So dass ich dann hier, was ist denn da im Bild drin? Ja, dann kann ich die direkt an der Seite abschneiden. Da gucken dann auch keine Fädchen raus oder ähnliches. Ja, so, jetzt kommt es schon in der Wahrheit, ob ich auch alle übereinander habe. Oder genau, jetzt kommt hier gerade noch eine Frage, warum die Nahtzugaben unterschiedlich sind. Also wir machen das so, dass in der Seitennaht eben immer 1,5 Zentimeter ist, damit man da einfach nochmal ein bisschen Spiel hat, was rauszulassen. Also eine halbe Größe. Manche liegen ja auch zwischen zwei Größen und dadurch kann man das Ganze natürlich ein bisschen variabler gestalten. So, ich habe Ärmel rausgezogen und der Ärmel ist drin, lochfrei. Und ich habe sogar die Achsel bis auf vielleicht 1 Millimeter Versatz, aber das ist für mich okay. Habe ich sie getroffen. Und ich habe gerade eben im Chat gesehen, es kam die Frage auf, wann der nächste Live-Salon ist. Ja, ich habe ja eben gesagt, einmal im Monat. Im Dezember wird es keinen klassischen Live-Salon geben. Ich überlege noch, ob wir nicht einfach so eine Art Adventsnähen machen, statt einem Adventssingen. Weil singen gemeinsam ist im Moment auch nicht. Aber dass man sich einfach vielleicht auf einen Sonntag nochmal trifft und jeder seine letzten Weihnachtsgeschenke vielleicht nochmal näht oder nicht. Aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern, das ist nur eine Idee. Dafür steht aber der Live-Salon für den Januar schon, dass ich hier einen Gast wieder habe. Werde und zwar wird es die Barbara sein von Das mache ich nachts und wir werden uns mal ein bisschen um das Thema Patchworken kümmern. Datum gibt es auch noch früh genug, aber den offiziellen Live-So-Long, wie gesagt, den nächsten, den gibt es dann im Januar und im Dezember dann vielleicht ein Live-Nähen-Singen-Advents
Dings. So, tragt euch auf jeden Fall in den Newsletter mit ein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Als kleiner Hinweis, es gibt jeden Monat zum 1. ein Newsletter. Wenn ihr spätestens am 3. kein Newsletter bekommen habt, dann schreibt mich an und wir gehen gemeinsam auf Fehlersuche. Auch ich bin nicht unfehlbar und es kann auch immer mal wieder was sein, dass irgendwie technikmäßig irgendwas nicht geklappt hat. Vielleicht habt ihr euch auch in der E-Mail-Adresse mal vertippt oder sowas. Das passiert ja auch immer ganz gerne mal. Und dann suchen wir gemeinsam. Also das war jetzt natürlich das Stichwort, weil wir haben natürlich auch ein Newsletter. Jeden Freitag kommt der raus. Also wer Interesse hat und Lust, meldet euch an für unser Newsletter. Gibt es natürlich auch immer Prozente. Und immer das ist auch ein guter Tipp. Informationen zu neuen Schnittmustern, die rauskommen. Oder richtig. Eben, da wir ja so unsere Schnittmuster überarbeiten und jedes Schnittmuster eben mit einer bebilderten Nähanleitung und mit einem E-Book versehen möchten. Genau, und das geht so im wöchentlichen Rhythmus. Und genau, da gibt es dann halt immer die Information darüber in dem Newsletter. Gut, ich, Moment, wie kriege ich jetzt eine gute Überleitung? Ich wäre soweit. Zweiter Ärmel, genau. Zweiter Ärmel. Also ich habe hier einmal Armloch und greife jetzt durch das Armloch durch, nehme mir den Ärmelsaum und ziehe den da durch, sodass oben dann wieder alles schön übereinander ist. Und diesmal fange ich aber mit der Seitennaht an, weil ich diese beiden Markierungen ja auf jeden Fall habe. Und lege jetzt diese Nahtzugaben wieder, wie ihr eben gesagt habt, die Seite, wo der Abnäher ist, dass der glatt liegt und die andere Seite dagegen. Und dann kann ich nämlich, weil ich ja jetzt garantiert den anderen richtigen, also den richtigen Ärmel habe, weil der andere war ja auch schon richtig, dann sollte das mit dem Teufel zugehen, dass man hier nicht den gleichen Ärmel hat. Also wenn das jetzt nicht stimmen würde, dann hättest du zwei gleiche Ärmel zugeschnitten. Richtig. Nicht als Paar, sondern beide gleich. Habe ich schon geschafft. Habe ich schon mal geschafft. Und zwar war das, ja, das ist, wenn man den Stoff nicht doppellagig zuschneidet, sondern der nur einlagig ist. Und ich wollte extra aufs Muster achten und habe dann stundenlang hin und her geschoben, dass das auch ja gleich ist. Und dann hatte ich zwei gleiche Ärmel, weil ich vergessen habe, dass das Schnittmuster. Ich habe auch schon gehört, in der Produktion haben die versucht, den Ärmel ins Halsloch zu nähen und haben sich gewundert, dass es nicht klappt. Auch schon passiert, richtig. Entweder das oder auch Kapuze falsch rum ans Halsloch geht, ist auch schön. Oh, aber wir hatten gerade erst eine Anprobe mit einer Firma und haben uns gewundert, dass es war nicht unser Schnitt, wir sollen ihn überarbeiten und wir haben uns gewundert, dass irgendwie das überhaupt nicht hinhaut mit dem Halsloch, bis die Designerin dann selber sagte, oh Gott, wir haben das falsch rum über die Puppe gezogen. Ja, auch schön, oder? Ach, und das ist so schön, dass ihr das erzählt, weil manchmal denkt man echt, man ist der letzte Depp auf Gottes Erden hier und denkt so, oh Gott, so dumm kann doch kein Mensch sein. Das heißt auch so schön, wo gehobelt wird, da fallen Spähen und es gehört alles dazu. Es ist einfach so. Genau. Also jetzt so. Kommt an Julia, sie meinte nämlich, sie näht besser, als dass sie singt. Also Julia, dann dem kann ich mich nur anschließen. Okay, ich habe auch kurz mitgelesen, also es scheint eine gute Idee zu sein mit dem Adventsnähen, dann gucken wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Natürlich nicht direkt an dem Wochenende, vielleicht direkt vor Weihnachten, da haben wir sowieso alle genug Stress, aber wir gucken dann mal. Da wird eine Lösung gefunden. So, ihr Lieben, ich habe den Ärmel eingesteckt, ich fange an zu nähen im Armloch und nee, noch nähe ich nicht, sondern erst bereite ich hier alles vor. Nadeln raus. Und an Stefanie, also ich habe die Größe 40 genäht. Ich habe zwar eine 42er Oberweite, aber mit der 40 komme ich also so eigentlich gut hin immer. So. Du meinst jetzt einen Pulli? Ja, der Pulli, das ist eine Größe 40. Ja, genau. Weil man muss dazu sagen, Dagmar hat einen schmalen Rücken. Ne? Ja. Und daher passt es dann gut. Ja, willkommen im Club, das habe ich nämlich auch. Also, ja, also deswegen sind bei mir Bläser immer ein bisschen schwierig, weil weil das Verhältnis bei mir einfach nicht stimmt. Und ich brauche vorne einfach viel mehr Weite als hinten. Und also vorne brauche ich eine 42, hinten eine 38. Und bei Bläsern finde ich immer, ist das immer ein bisschen schwierig.
Deswegen bin ich ja auch so ein Freund von der FBA tatsächlich, ne? Weil dann hat man nämlich alles da, wo es hingehört. Also das ist eine FBA, heißt, dass man für seine Brüste ein bisschen mehr Platz schafft. Und Schnittmuster sind in der Regel für eine Oberweite von einem B-Körbchen ausgelegt. Und alles, was darüber hinaus ist, sollte nicht immer unbedingt nur nach dem Brustumfang gehen, weil nämlich dann die Schultern nicht da sitzen, wo sie hingehören. Man hat auch eine größere Größe für den Rücken zugeschnitten und für die Ärmel, die man eigentlich gar nicht braucht. Und bevor man dann anfängt, alles zu verkleinern, gibt es halt diese schöne FBA, Full Bust Adjustment Methode, mit der man einfach nur für seine Möppis ein bisschen mehr Platz schafft. Ja, und das ist auch so, wenn man auch das Halsloch und die Schulter, wie du schon sagst, es sieht einfach nicht schön aus, wenn man denn die größere Größe nimmt. Also richtig. Ich würde auch immer raten, wenn man das kann, sich lieber die Oberweite dort mehr Weite reinzubringen, als jetzt Halsloch und Schulter auf eine große Größe zu bringen. Genau. Das Witzige ist aber, dass es ganz... Das sieht einfach schön aus. Hier war noch die Frage, ob man für ein Fleece auch das Gummiband nehmen sollte. Ja, wir würden das empfehlen. Da ist man, ich habe es auch hier drin, genau. So, Stunde der Wahrheit auch für den zweiten Ärmel. Es ist immer schön, wenn es unter der Achsel passt. Das sieht kein Mensch, aber man freut sich trotzdem. So, alles zu. So. Das wäre jetzt übrigens der Zeitpunkt, wo man schon die erste Anprobe machen könnte, wenn man möchte, bevor man jetzt alles andere schon fertig macht. Das spare ich mir jetzt. Aber das ist schon mal, sieht schon mal ziemlich nach Pullover aus. Und hier kann man jetzt sehr gut sehen, wie groß der Halsausschnitt tatsächlich ist, ne? Also der ist schon sehr, sehr groß. Wenn man jetzt hier nur ein Bündchen dran machen würde. Und die Schulternaht nach hinten legen, ja? Das geht jetzt hier in diesem Falle nicht mehr, weil ich die schon so festgenäht habe, dass sie nach vorne ist, weil ich das, weil das Gummiband, das hätte sonst andersrum geknickt werden müssen. Da habe ich dann, also da hätte ich vorher das Gummiband auf die andere Seite legen müssen. Ja. Das ist, aber es ist wenigstens auf beiden Seiten gleich. Ja, das ist die Hauptsache. So, aber es legt sich jetzt halt gleichmäßig an und dann, ja, ein bisschen Schwund ist immer. Ach Gottchen, so, Gedanken sammeln. Jetzt ist die Frage, Fleece, also diese kuschelige Seite, innen oder außen? So, genau, und deswegen mache ich jetzt eine kleine Nähpause und stelle das jetzt einfach mal zu euch in den Chat. Ich habe die Möglichkeit, den Fleece-Rollkragen jetzt hier in Grau dran zu machen. Ich drapiere das mal. Das hat den Vorteil, dass ich nachher, das ist glaube ich das Rückenteil, ne? Egal, dass es zweifarbig ist, aber am Hals eben der kuschelige Teil außen ist. Ich kann es aber auch so rum gleich machen und dann wäre der einfarbig da dran und nicht kuschelig. Was findet ihr besser? Einfarbig oder zweifarbig? Schreibt das einfach mal rein. Und in der Zeit stelle ich euch nämlich mal eine Frage, ihr Lieben. Wie seid ihr denn eigentlich zum Nähen gekommen? Wie wir zum Nähen gekommen sind? Ja. Sag mal. Ich muss vorne anfangen. Meine Mama hat immer schon genäht und ich habe schon als Kind angefangen zu nähen und habe dann mit 17 die Entscheidung getroffen, eine Ausbildung zur Damenschneiderin zu machen. Und das habe ich dann 3 Jahre gemacht. Und dann habe ich noch ein bisschen als Gesellin gearbeitet und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und da habe ich dann irgendwann meinen Schnittkurs bei Müller und Sohn gemacht und habe dann in der Firma angefangen, wo dann Ellen meine Vorgesetzte war. Ach. Okay. Also so lange kennt ihr euch tatsächlich dann schon. Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Bei mir war das, ich wusste einfach nicht, was ich machen wollte. Meine Mutter ist Schneiderin. Also das wäre schon auch naheliegend gewesen. Und ich habe Kunstleistungskurs gehabt und mein Lehrer, der hat dann gesagt, mein Gott, mach doch irgendwas mit Mode, das könnte dir doch liegen. Und ich hatte mich schon mit 16 beworben am Letteverein und habe die Aufnahmeprüfung damals bestanden und habe dann aber abgesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte noch Abitur machen. Und dann haben die mir diesen Platz um 3 Jahre verschoben, haben gesagt, ich soll mich melden und sie würden mich dann nehmen. Und daraufhin sagte dann halt der Lehrer, mach das doch, das wäre doch was für dich. Ja, und dann bin ich zum Modedesign gekommen und habe dann immer mehr während der Ausbildung und während des Arbeitens aber auch gemerkt, das ist genau mein Ding. Also ich kann wirklich sagen, ich liebe meinen Beruf. Und was gibt Schöneres, als wenn man jeden Tag gerne zur Arbeit geht, wenn man sagt, das ist so was ganz Tolles und es macht auch mit den Kunden so viel Spaß, zusammenzuarbeiten. Oh, meine Maske verrutscht, Entschuldigung. Also den Leuten, das,
das umzusetzen, die Idee umzusetzen, das, die Kreativität, die die Leute mitbringen, so zu gestalten in Form eines Schnitzels, dass die hinterher sagen, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist einfach immer wieder eine ganz tolle Sache. Und das Schöne bei der Mode ist ja auch, sie verändert sich. Vielleicht nicht von Jahr zu Jahr, aber es gibt so viele neue Sachen, neue Verarbeitungsmöglichkeiten, neue Stoffe, neue Muster. Und das finde ich immer wieder spannend. Es ist einfach kreativ. Ja, man entwickelt so ein Produkt von einer Idee. Also ob das jetzt bei uns die Schnittmuster sind oder eben bei unseren Kunden. Man hat eine Idee, eine Skizze oder so und fängt dann einfach bei Null an und hat dann hinterher ein Teil, womit alle zufrieden sind und was alle toll finden. Also das ist schon auch ein sehr befriedigender Prozess einfach, ja. Man hat hinterher was in der Hand, was man so geschaffen hat. Und ich denke, also ich bin da voll bei euch. Entschuldigung. Ich denke, das geht allen so, die nähen. Und das ist wahrscheinlich auch ein großer Grund, warum man näht. Viele arbeiten heute natürlich auch nur am Computer, am Laptop. Und ja, das ist alles sehr theoretisch. Und dieses Nähen, das hat halt einfach sowas, ja, sowas Haptisches. Und das ist einfach toll, ja. Ja. Ja, und wir arbeiten ja nur auch am Computer. Ich habe das Schnittsystem und Dagmar natürlich, die ja auch ganz viel sich mit dem Einstellen und dem Shop und mit allem beschäftigt. Aber trotzdem, ein Raum weiter ist unser Atelier, da sitzen die Schneiderinnen und da ist man natürlich dran am Produkt, am Stoff. Ja. Und muss gucken, wie macht man die beste Verarbeitung und wie geht es am besten und hat das fertige Teil und das ist einfach immer wieder toll. Also ich bin da voll bei euch. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe das ja nicht offiziell gelernt, sondern im Machen. Bin aber jetzt auch schon lange dabei, sodass ich ja auch mir viele, viele Dinge zutraue, dass man sie auch nicht direkt so erkennt, dass man die so zusammengedengelt hat oder sowas, sondern dass es ganz ordentlich aussieht. Aber es ist immer noch so, dass ich immer noch gerne nähe und das auch immer noch mein Hobby ist, zu dem ich im Moment tatsächlich nicht so viel komme, wegen den ganzen Premium-Mitgliedschaften, die da sind. Aber ich mache es immer noch sehr, sehr gerne. Also das ist einfach, ja, das schönste Hobby der Welt und wir sind prädestiniert und genau. Dafür, dass, nein, nicht prädestiniert ist das falsche Wort, wir dürfen das tun, so, wir haben das große Glück. Ihr Lieben, ihr habt fleißig abgestimmt da unten und ich habe mit dem halben Auge mitgelesen, ihr könnt euch auch nicht so ganz einigen, aber ich habe eine sehr schöne Idee gesehen, die jemand geschrieben hat. Also, die Idee ist, den Halsausschnitt kuschelig zu machen und wenn wir nachher an die Ärmel kommen, dann schlagen wir die nicht nach innen ein, sondern auch mit der grauen Seite nach. Kommt, ja. Genau. Ne, das ist glaube ich, eine ziemlich coole Idee. Ja. Dann, also und dann machen wir das doch so. Hättest du die Kante denn und steppst es denn auf? Oder? Nee, ich würde sagen, mit dem Zickzackstich nähe ich die einfach zusammen. Ja, okay. Und zwar so, dass immer, wenn der eine Stich in den einen Stoff geht und dann wieder in die zweilagige, also direkt umnähen sozusagen. Das funktioniert bei dem Alpenvlies auch, glaube ich, ganz gut, dass das in diesem Kuschligen dann auch direkt verschwindet. Ach, und ich lese gerade, liebe Julia, sie schreibt, wäre ich jünger, würde ich mich bei euch um eine Ausbildung bemühen. Wir würden dich dann auch sofort nehmen. Ja, die Julia näht ja auch jeden Tag rauf und runter. Die ist ja auch immer genau, ganz viel und fleißig dabei. So, ihr Lieben, ich habe wollen wir mal hier mit dem Nähen weitermachen. Und ihr könnt uns gerne auch mal für das Video hier direkt einen Daumen hoch geben, nicht in den Chat reinschreiben, sondern auf das Symbol draufklicken. Dann würden wir uns auch freuen, denn das ist ja sozusagen immer das, womit ihr dann uns bezahlen könnt, netterweise. So. Ich werde hier gerade aufs im Off-Moment. Ich habe also hier gerade noch so ein Fiepen auf dem Ohr. Nein, also, entschuldigt, zurück zum Thema. Ich habe einen Hals aus, einen Kragen und zwar habe ich hier den hinteren. So, jetzt geht's wieder zurück. Was muss ich tun? Ich habe den hinteren Kragen jetzt. Du schließt den anderen drauf. Du hast jetzt den vorderen Kragen und den hinteren Kragen. Genau. Noch habe ich nicht den hinteren Kragen. Ich habe nicht habe ich den vorderen. Ah. So, hier ist mein vorderer. Okay. So. Und jetzt legst du da den hinteren drauf und dann schließt du die Schulter. Also es sind ja eigentlich die Vorführung der Schulter. Diese Nähte musst du jetzt schließen. Moment, diese Seite hier, ne? Also diese gerundeten, genau. Dann lege ich das da drauf. Ja. Also welche Seite nimmst du jetzt nach außen? Du nimmst die Kuschelseite nach außen. Ah, gut, dass du es sagst. Ah. So, ja, also ich will ja die Kuschelseite außen. Und jetzt gucke ich mal, dass wenigstens da die Streichelrichtung in die Richtung... Moment, jetzt muss ich umdenken. So rum. Oh, Gottchen. Genau. Ja, natürlich. So, also kuschelig wollte ich ja haben. Das heißt, ich lege jetzt nämlich die Alpenvliesseiten aufeinander. Das sind die, die später außen sein werden. Ja, rechts. Gut, dass du es rechts auf rechts. Ja.
Damit die Nahtzugabe auf der linken Seite liegt. So ist es. So ist es. So. Mann, jetzt zu dieser Uhrzeit auch noch umdenken. Nicht nur quatschen, nähen, sondern auch noch umdenken. So. Ihr habt übrigens auch die Möglichkeit, wenn ihr hier auf dem YouTube-Kanal nichts verpassen wollt, im Speziellen auch den Live-So-Long, dass ihr ein Abo auch noch hier lasst. Das könnt ihr auch machen, einfach auf den Abonnieren-Knopf drücken. Dafür müsst ihr allerdings bei YouTube einmal angemeldet sein. Wenn man aber bei Facebook oder Instagram auch unterwegs ist, dann kann man, denke ich, auch sich bei YouTube dann auch noch mit anmelden. Manchmal kommt ja dann, nee, ich möchte das nicht aus Datenschutzgründen oder so. Vor ein paar Jahren war ich da auch noch sehr sensibel mit, aber mittlerweile, glaube ich, sind wir eh alle so gläsern, das ist dann auch schon fast egal. So, beide Seiten habe ich jetzt gesteckt. Ja, also der größere Kragen, das größere Schnittteil ist der Vorderkragen. Und der kleinere Kragen ist der hintere. Weil es ist klar, wir haben natürlich hinten wesentlich kleineres Halsloch als vorne mit diesem großen Ausschnitt. Genau, ich lege das jetzt nochmal so hin. Jetzt kann man es nochmal ein bisschen sehen. Also das sind die Seitennähte. Das ist das, was hier in der Mitte dann zu viel ist. Jetzt lege ich mir das aber so hin, dass mich das gleich nicht stört. Und dann nähe ich jeweils von oben beginnend hier runter. Richtig. Richtig? Richtig. So. Da ist gerade eine Frage für euch reingekommen nach den Masterbällen. Vielleicht könnt ihr da noch was zu sagen. Ah, also wir haben Körpermasterbällen. Also Körpermasterbällen, wie gesagt, das ist, wenn man sich in der Unterwäsche quasi einmal durchmisst und die Bequemlichkeiten, also die Zugaben der Bequemlichkeit, die wird dann im Schnitt einfach berücksichtigt und mit dazugegeben. Ja, also wir haben auch festgestellt, dass wer unsere Schnitte als Mehrgrößenschnittwerder einsteigt, dass die Leute irgendwann dann zu den Einzelgrößen kommen. Weil die merken denn, die haben einmal was genäht und meine Bluse und eine Hose und sagen, ja, ich bin selber von den Maßen, von der Größentabelle bin ich eine 38, das haut hin. Und wenn ich dann die 38 nähe, dann sind sie auch genau mit unseren Zugaben zufrieden. Und dann muss man natürlich wesentlich weniger auspausen. Und das merken wir immer wieder, dass der Trend ist, man startet mit den Mehrgrößen, also wenn man auf Papierschnitt steht natürlich, und gehen dann irgendwann wechseln zu den Einzelgrößen. Ja, weil bei den Einzelgrößen, da kann man, also bei uns, da ist halt jedes Schnittteil, also die überlappen sich nicht, ja, die liegen einzeln und da ist immer die Nahtzugabe mit eingezeichnet. Also man kann sofort ausschneiden und starten und hat halt dann auch, kann immer wieder nachgucken, wie breit ist denn jetzt die Nahtzugabe. Richtig. Na, Anna, klappt's? Ja, ja, das ist Alpenvlies halt, ne? Also das merke ich jetzt schon extrem, wie das schiebt. Also das muss ich echt gut festhalten. Also ich habe den Nähfußdruck ja jetzt schon ein bisschen runtergenommen, aber ich halte wirklich mit Nachdruck, halte ich die Stoffe übereinander. Also ne, sieht man hier total gut, ne? Guck mal hier. Ne, sofort hier. So, das heißt, ich halte das jetzt echt nochmal von Klammer zu Klammer richtig runter, damit mich das, mit mir das nicht auf eine große Strecke. Auch einlagig annehmt. Und dann krempeln. Ja, das würde natürlich auch gehen. Den kann man auch einlagig annehmen. Dann ist der natürlich, du hast die Beule. Ich weiß nicht, wie das denn, wenn du den einlagig annähst, wie das aussieht. Vielleicht musst du den dann gerade als ganzen Schlauch zuschneiden. Weil das, was die Beule jetzt ausmacht, was man bei Anna auch gesehen hat, das ist ja gerade, dass der hier in der Außenkante diese Weite hat. Und ob das dann natürlich, wenn man das einlagig hat, also ich denke mal, da muss man dann die Beule wegnehmen. Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig beantwortet, richtig verstanden. So, ich lege es jetzt nochmal so hin, dann kann man es nochmal ein bisschen besser sehen. Also ich habe die beiden Seiten jetzt zugenäht. Ich kam nämlich gerade eben die Frage, Hilfe, ich bekomme den Kragen nicht zusammen. Also nochmal zurück auf Anfang. Ich habe jetzt hier mich dafür entschieden, dass der Kuschelteil gleich außen sein soll. Das heißt, der graue ist jetzt meine rechte Seite. Und dann habe ich das Vorderteil auf das Rückenteil gelegt. Und zwar nicht die Seiten gesteckt, die gerade aufeinandertreffen, sondern die Seiten, die so eine Wölbung haben. Und die werden zusammengenäht. Und zwar so, dass die Stoffe rechts auf rechts liegen, damit ich das nämlich jetzt klappen kann und dann die Kuschelseite außen ist. So. Ich klappe mal, ne? Ja, klapp mal.
klappe einfach mal aufeinander. Ich denke, ich hätte das vielleicht schlauerweise mit der Nähmaschine zusammengenäht, um nicht diese dicke Knubbelwulst da zu haben. Naja, gut. Dann hätte ich jetzt die Nahtzugaben schöner auseinanderlegen können. Aber nun gut, jetzt habe ich es mit der Overlock zusammengenäht. So. Also Anna, die Idee ist natürlich auch, wenn du den Kragen einnähst, ob du denn vielleicht das Gummiband mitnähst, dass das nicht länger wird, weil das passiert jetzt natürlich wirklich sehr gerne, dass man das ausdehnt. Yep. Auf jeden Fall. Mal eben überlegen. Ich stecke mir den jetzt insgesamt hier unten einmal erstmal fest. Ja, genau. Hast du auch jeweils immer die Bruchkanten geknipst, damit du den Anlagepunkt hast für die vordere und hintere Mitte? Ich wollte es tun. Habe ich es denn dann getan? Ich weiß also es nicht. Also ist es natürlich auch immer eine Empfehlung, weil auch vordere und hintere Teile an der Bruchlinie ist bei uns natürlich kein Knips, weil da ist ja der Bruch. Aber wir empfehlen immer diese Kante, wenn du ein Vorderteil zuschneidest und du hast einen Bruch, dass der geknipst wird. In diesem Umlauf wird der Knips reingesetzt und so auch im Kragen. Weil der Kragen war eben als Vorder entsprechend ans Rückenteil ran und dann hast du in der vorderen und hinteren Mitte einen Knips und kannst da entsprechend auch den Knips vordere und hintere Mitte vom Kragen ansetzen. Genau, deswegen, das mache ich jetzt noch, habe ich nämlich auch hier nicht. Ja, mach jetzt Hälfte, Hälfte und dann knipst du dir knips das. Ich knips nicht, ich mache eine Klammer dran. Das ist für mich ja auch eine Markierung. Am Saum muss man den Bruch natürlich nicht knipsen, weil da wird der Saum umgeklappt und gekettelt, da würde so ein Knips eigentlich eher, so ein Einschnitt eher stören. So, also ich habe mir jetzt hier vorne und hinten die Mitte markiert und dann mache ich das jetzt mit meinem Halsausschnitt auch nochmal. Dafür ziehe ich den, glaube ich, nochmal besser, nicht doppelt, sondern einfach. Und da kann ich ja mir jetzt einen Knips reinmachen, sonst habe ich ja ganz viele Klammern. Einmal. Ja, und andere Seite auch dann nochmal. Ja, genau. Weil wenn es doppelt liegt, kann man das nicht verschieben. Sonst zieht der hier so ein bisschen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, weil gerade dieses Alpenfließzeugs, meine Güte, ich weiß nicht. Du schiebst dir das nachher alles weg. Ja, dann dreht der Kragen, wenn du den anziehst. Ja. Ja. Dann hat er so einen Schrägzug. Ne? So, geknipst ist. Also jetzt nochmal zurück auf Anfang. Ich lege es wieder quasi rechts auf rechts, weil meine, links auf links, weil meine rechte Seite ja die graue Seite ist, die jetzt außen ist. So. Jetzt bringe ich erstmal die Knipse wieder übereinander. Da ist er und da ist er. Ja, und bei so einer Ware, was natürlich auch immer ein bisschen schwer ist, wenn die Kanten denn so rollen. Das ist so ein bisschen diffizil, sich das dann hinzulegen und dass das alles gut aufeinander liegt. Ja, aber von rollenden Kanten habe ich mich schon lange davon verabschiedet, mich darüber zu ärgern, weil es nicht lohnt. Es lohnt nicht, es ist einfach so. Es ist so, genau. So, aber trotzdem klammere ich jetzt noch die anderen Nahtzugaben hier noch dazwischen. Einmal, damit mir da nichts verrutscht. Ja, da muss man einfach mehr stecken. Das ist einfach so. So. Konzentrierte Stille. So, also, jetzt muss ich mal eben gucken, wo ist denn die kurze Seite? Das ist die kurze Seite, das ist hinten. Das heißt, hier kommt gleich mein Gummi drauf. Ich stecke es erstmal zusammen und dann Das Gummiband kommt eigentlich ins Halsloch. Genau, aber jetzt stecke ich es deswegen erstmal an. Also ich habe jetzt hier die rechte Stoffseite vom rückwärtigen Kragen und jetzt lege ich mir als erstes mein Oberteil mit der rechten Seite auf diesen Kragen drauf und fixiere jetzt zunächst einmal die rückwärtige Seite und dann schlage ich den Rest drumherum, damit ich nicht den Kragen aus Versehen auf die falsche Seite aufnehme. Aber pack doch wie beim Ärmel, pack doch den Kragen rein, also zieh doch den Pulli auf links. Und dann steckst du den Kragen, schiebst du wieder den Ärmel in das Armloch rein und dann Ich auch machen. Dann hast du die Runde gleich, weißt du? Ja, kann ich auch machen. Ich fixiere mir das jetzt trotzdem da erst, weil ich kenne mich, sonst habe ich gleich doch wieder das falsch rum angemacht. So, dann schlage ich jetzt nämlich den Pulli da rein. Zack. Jetzt hast du nur die Knipser innen. Ja, alles gut. So,
Na, jetzt liegt mein Halsausschnitt im mein Dings im Pulli drin. So, genau. Vordere Mitte. Das ist das, genau. So, jetzt liegt mein Kragen im Halsloch. Im Halsloch, genau. Das war das, was ihr meintet, ne? Genau, ja. Genau. So. Also ich glaube aber, dass das hier, glaube ich, nicht ganz so schlimm gleich verrutschen wird. Wir werden es sehen, weil das ja zumindest einmal nicht Alpenvlies auf Alpenvlies ist. Also wer sich da natürlich, wer da ganz auf ganz sicher gehen möchte, der kann natürlich, wenn der Kragen dann so doppelt gelegt wird, dann kann man erst den Kragen einmal ringsrum zusammennähen, weil dann kann der wenigstens nicht mehr verrutschen. Ja. Also dass man sich das einmal vornäht, ja? Ja, ich überlege tatsächlich, ob ich das... Ja, gerade wenn die Ware so rutscht, weißt du, wenn es so aufeinander liegt, vielleicht wäre das sogar eine Idee, den vorher einmal ringsrum zu schließen, den Kragen, und dann erst ins Halsloch einzunähen. Ja, mache ich. Das tue ich. Jetzt habe ich natürlich mir jetzt meine Mitte wieder geklaut. Fange ich gleich da wieder von vorne an, aber jetzt, ich nähe den erst mit der Overlock zusammen. Ja. Und jetzt aber nicht. Nee, ich nähe mit der Nähmaschine das zusammen, weil sonst Overlock und nochmal Overlock ist, glaube ich, zu dick. Ja, also nichts wegschneiden jetzt, ne? Die müssen jetzt so bleiben. Genau. Nee, ich schneide nichts weg. Ja, und nähe jetzt auch nicht mit einem Zentimeter, sondern nur mit einem halben Zentimeter, damit die Naht nachher nicht im Kragen zu sehen ist. Ja. So mache ich's. So, ich stelle nämlich die Nadel jetzt mir ganz nach rechts rüber. Ich nähe jetzt zwar Nähfüßchen breit, aber die Nadel ist jetzt ganz am Rand. Ja, das ist gut. Und nähe das jetzt mit einem größeren Gradstich einfach zusammen hier. Ja. Gradstich ist in dem Falle ja okay, weil ich habe ja hier den Halsausschnitt groß genug. Ja, das muss man dass ich ja nicht auf Dehnung achten muss. Außerdem habe ich dann gleich nicht das Problem, dass sich das so unendlich auseinanderzieht. Ja, das macht sich dann nachher einfacher. Dann hat man nicht drei Lagen, auf die man Acht geben muss, ja. Das war eine gute Idee, vor allem hier bei dem Übergang. Es hatte eben jemand nochmal gefragt, was ich jetzt für eine Overlock-Maschine habe. Ich muss selber nochmal drauf gucken, wie die heißt. Die heißt AirThread 2000 Professional. Das Schöne ist, dass die Unterfäden nämlich mit Luftdruck eingeschossen werden, sodass man sich da nicht immer die Finger brechen muss beim Einfädeln. Ja, das ist schon toll. Eine schöne Sache. So. Genau. So, jetzt. Mal die vordere und hintere Mitte markieren, ne? Und dann kannst ja, also die Knipse habe ich ja im in dem Kragen ja schon drin. Muss ich mir jetzt nur noch wieder vorne an meinem, an meinem Halsloch nochmal neu machen. So. Oh Gott, ist das alles aufregend. So, nochmal zurück auf Anfang. Ich kann nämlich ja jetzt den direkt da reinschieben. Genau. Und das ist nämlich. Darauf achten, dass der hintere Kragen auch hinten am hinteren Halsloch ist. Also der kleinere Kragenausschnitt gehört nach hinten. Ja, habe ich. So, und vom Sweat, also vom Rumpf, muss die rechte Stoffseite innen sein. Und vom Kragen ist die rechte Stoffseite außen. Richtig, das sieht jetzt hier alles nach einer Einheit aus, weil ich ja hier mit den unterschiedlichen Seiten arbeite. Also nicht irritieren lassen. So, sieht gut aus. Sehr gut. Ich glaube, jetzt kann ich das Framilon auch tatsächlich gleich einfach drauflegen und mit festnähen mit der Ovi, weil durch den Gradstich habe ich mir die Elastizität da hinten ja sowieso schon ein Stück genommen. Ja. Aber da würde ich auf jeden Fall empfehlen, was wir auch schon bei der Schulter besprochen haben, dass du dir die Länge vom Schnitt abnimmst. Ja, mache ich. Weil die Strecke ist zu lang jetzt. Die Strecke ist zu lang, du musst es ein bisschen einhalten. Gut, dann suche ich mal in meinem Chaos hier. Mein Rückenteil, da ist es. Guck mal, so ein großes Chaos hatte ich gar nicht.
So, dann nehme ich mir meins. So, ich lege das jetzt einfach drauf, ne? Und jetzt aber ohne Nahtzugabe, weil die Nahtzugaben sind ja schon geschlossen. Ja, das ist schon richtig, aber ich brauche ja Anfang und Ende noch zum Anfassen. Ja, genau. Ne? Also so, bis hierhin. Und dann ist doch bitte. Ich hole mir jetzt mal eben einen Stift. Ich hoffe, ich komme da dran. Ja, da kannst du auch den. Weil dann kann ich mir nämlich die Mitte noch markieren. Richtig. Und das jetzt doppeln, dann hast du die andere Schulter. Aber da brauchst du jetzt die 2 Zentimeter nicht, ne? Ja, doch, zum Anfassen und wieder rausnähen mache ich das gerne. Ach, machst du nur ins hintere Halt? Doch das rein oder einmal ringsrum? War das nicht nur fürs hintere? Sollte das nicht nur hinten aufgenäht werden oder gehört das rumrum? Also wenn es ein weicher Stoff ist, würde ich es ringsrum machen. Ach so, okay. Dann kannst du das mächtig ausdehnen. Okay, dann mache ich Folgendes. Dann markiere ich mir das hier auch nochmal. So, da. So, nehmen wir jetzt das andere Schnittmuster. Genau, das Vorderteil und Vorderteil. Was war das eben hinten, ne? Ja. Dann schreibe ich HM nämlich dahin. HM. So, und gehe dann da weiter. Und guck, dass du nicht direkt an der Kante bist, sondern die Nählinie ist ja 1 Zentimeter eingerutscht, eingeschoben. Ja. Das ist nämlich dann jetzt hier quasi vordere Mitte. Ne, ist doch richtig, genau. Ja, vordere richtig Mitte. Und dann muss ich von der vorderen Mitte nochmal da entlang gehen, bis ich dann auf dem Ärmel wieder bin. Auf der Schulter, meine ich. Ja, perfekt. Gut. Also, jetzt nochmal. Ich fange an. Moment, ich lege das mal zur Seite. Am besten steckst du das jetzt gleich mit an, ne? Und dann genau. So, also ich habe, jetzt sieht man es, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. Also, ich beginne mit einer Schulternaht, gehe zur hinteren Mitte. Dann kommt wieder eine Schulternaht, dann kommt mit längerem Abstand die vordere Mitte und dann kommt wieder die Schulter. Okay. Genau. Richtig. Sowas habe ich echt noch nicht gemacht, das so auszumessen. Ich habe das immer sonst nur draufgehalten und dann gebetet, dass es nicht verrutscht. Dann können wir beten hilft. Sehen, wie viel jetzt das Halsloch länger geworden ist. Da bin ich jetzt auch ganz gespannt. Wenn ich das aufstecke, meinst du? Mhm. Ja. Da, jetzt muss ich erstmal gucken, wo. Ich muss mir eben erstmal orientieren. So. Das ist vorne und das ist hinten. Also vordere Mitte. Das kommt hier hin. Ich stecke das Gummiband auf den, nicht auf den Kragen, sondern auf den Halsausschnitt. Ja. Ja, ist einiges. Mhm. Also wenn du das jetzt nähst, dann dehnst du beim Nähen das Gummiband aus. Oh ja. Und das Gummiband zieht dann die Weite hinterher zusammen. Hm. Ja, das sieht man. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Ja. Und das ist was, dann hat man den Pulli nachher an und dann rutscht einem das hier alles hinten rüber. Ja. Das wäre natürlich wirklich schade. Und so sitzt es auch wirklich da, wo es sitzen soll. So. Also ich muss jetzt gucken, weil so richtig ziehen kann ich nicht, sonst ziehe ich es mir aus meinen Klammern wieder raus, aber das passt. Ja. Stecknadel? Nein, zu einfach. So. Ich muss das Framilon nur richtig auf das Gummiband draufpacken, also die Klammern auf das Framilon draufpacken. Dass die das halten, ne? Das ist selten. Mhm. Ja. Also halten tun die das, das ist nicht das Problem, man muss es halt nur richtig draufpacken. So, vordere Mitte, da ist es mir wieder rausgeflutscht. Boah, Alpenvlies, habe ich schon gesagt? Beim nächsten Mal nicht mehr. Also hier kommt die Frage, ob man auch ein Nahtband aufbügeln kann, ein elastisches.
Das ist das Problem bei dem elastischen Nahtband, dass es dann irgendwann reißt, wenn ja, die Elastizität dann kommt und dann hält es nicht. Weil das elastische Band, das, deswegen ist es ja elastisch. Oh, sieht gut aus. Da siehst du, Stecknadeln. Stecknadeln. Wieder jemanden überzeugt. Nee, also es ist ja nicht so, dass ich nie Stecknadeln benutze. Ich benutze die ja schon noch mit, aber wirklich nur ganz selten. Ja, es ist natürlich auch sehr dick da jetzt. Ne? Mm. Ja, aber so an ein paar Stellen fixiere ich mir das jetzt, weil sonst ziehe ich es mir hinten und vorne und so wieder raus. Mann, dass die Pamela so fummelig ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, das wäre jetzt ratzifatzi fertig, aber jetzt sitzen wir hier. Und ich greife sogar noch zur Not nach Stecknadeln. Boah, das hier ist heftig in der Schulter. Upi. Ja. So. Das sitzt gut. So, jetzt gehe ich erst auf die andere Schulter rüber. Und wenn man natürlich ein Klebebändchen reinklebt, dann hat man immer das Problem, dass man das hinterher sieht. Es sei denn, man klebt es so knapp, dass es nachher von der Nahtzugabe verdeckt wird. Also ich finde jetzt für diese Qualitäten dieses Gummiband schon wirklich optimal. Ja, das ist wirklich gut. Ja. Und gerade wenn man eine Ware hat, die vielleicht so eine Niki-Seite hat, muss man auch gucken mit dem Kleben. Kann ich denn da wirklich mit dem Bügeleisen rauf? Kann das ankleben und hält es dann auch? Oder habe ich vielleicht hinterher den ganzen... Den Flor alles flach gebügelt. Also da darf man eh dann nur von der Spitze rankommen an das Halsloch und nicht mit dem ganzen Bügeleisen rauf auf den Stoff und dann ist der hinterher verdorben. Das wäre natürlich schade. So, wie gut, dass wir unsere Kooperation dann schon haben. Ob ich euch nämlich nach diesem Framilon-Desaster hier nochmal fragen würde, weiß ich nicht. Nein, alles gut, aber das ist echt hier Höchststrafe jetzt. Das mit dem Alpenvlies und dann noch das Gummi drauf bei den drei Lagen, die hier vorne sind. Eieiei, also das ist schon heftig. So, ich mache das jetzt auch nicht überall mit den Stecknadeln, sondern nur ganz grob. Und den Rest ziehe ich mir dann gleich entsprechend, wenn ich das unter der Overlock-Maschine dann habe. Nur gucken, dass ich wieder ans richtige Ende finde. Aber ihr habt völlig recht, also es macht sowas von Sinn, das mit da drauf zu packen, weil ich sehe jetzt echt, wie viel kleiner das, oder wie viel enger das Ding ist. Danke. Ja, weil wenn du das jetzt einfach so unter die Overlock packst, die schiebt dir das alles weg. Ja, die schiebt mir das alles weg, ihr habt völlig recht. Ja. Ja, so, probieren wir unser Bestes. Wir wissen dann auch gerne, dass dann schon auch dann mal so der Kommentar kommt, der Kragen ist viel zu groß. Genau. So, jetzt würde ich aber dann tatsächlich nicht innen drin nähen, sondern ich möchte meinen Framilon sehen. Deswegen nähe ich jetzt auf dem Halsausschnitt. Ja. Dafür drehe ich mir das Ganze jetzt doch noch einmal andersrum, damit ich dann wieder quasi innen im Loch nähe. So. Also jetzt die Frage, wann wir empfehlen, ein Gummiband oder ein Baumwollband. Also mit einem Baumwollband ist, wenn man einen dicken Stoff hat, ist es mit dem Baumwollband fast noch ein bisschen schwieriger, weil das gibt halt auch null nach, da hat man gar kein Spiel und man muss dann diese ganze Weite, die der Kragen schon weiter geworden ist und das Halsloch, muss man dann halt bei diesem starren Band reinbekommen. Das ist bei einem dicken Stoff nicht einfach. Ja. Dagegen das Framilon kann man ausdehnen, dann wird es festgenäht, dann zieht es wieder zusammen. Natürlich auch nicht auf das ursprüngliche Maß, weil dafür ist dann der Stoff zu dick, aber das geht auf jeden Fall leichter. Und nun müssen wir natürlich auch sagen, man kann, bevor der Kragen eingesteckt ist, kann man natürlich das Framilon auf das Halsloch aufsteppen. Okay, wir sind ganz ehrlich, so im Nachgang hätten wir das direkt machen sollen. Ja, vielleicht haben wir da einen Schritt zu weit gemacht und man sollte, bevor man den Kragen einsteckt, das Framilon aufsteppen und dann kommt erst der Kragen. Dann hätte sich jetzt Anne auch mit dem Ganzen ein bisschen leichter getan. Hier ist nämlich meine Stecknadel schon wieder raus. Ja? So, jo, habe ich gehört. Nützt jetzt gerade nur nichts. Ich fange jetzt einfach an. Genau. Ich fange jetzt einfach an und gucke, dass ich das einigermaßen zusammenbekomme hier. So, ich habe jetzt hier meine Markierung und das muss erst die drei Schichten übereinander. Habe ich schon mal gedacht, wie doof ich Alpenvlies finde? Zusammengenäht hast. Oh ja, ich glaube, sonst wäre ich jetzt nur am Flug.
So, mal wieder zurück. Also das war auch sehr schlau von mir. Ich wollte mich mal eben kurz selber loben. Es war sehr schlau von mir, das draufzuschreiben auf das Gummiband, wo ich da mit meinen Markierungen hin muss. So. Und du sagen, dass ich auch mal heute mal schlau bin. Absolut, Anna. Gute Idee. Ah. Also was man auch machen kann, das habe ich ja an meinem Pulli gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Man kann den Kragen auch einnähen und dann einfach die Naht zusammenketteln. Und da mir das zu kratzig war, habe ich dann nachher einfach ein Samtbändchen genommen und habe das dann später draufgenäht auf die Naht. Ja. Und ist diese Kettelnaht verdeckt. Man hat das weiche Samtband da drauf. Also das, ja, das kann man auch machen. Das ist auch eine Möglichkeit. So, ich arbeite mich jetzt Stückchen für Stückchen vorwärts hier. Jetzt habe ich hier natürlich nicht direkt am Anfang meiner Naht angefangen, sondern irgendwo, wo ich es gerade darunter gekriegt habe. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich Anfang und Ende dann noch zusammenkriege. Jetzt fummel ich mir erstmal das da hin und dann das da drauf. Boah, ob jetzt gleich echt alle Schichten übereinander sind, ich glaube es ja nicht. So, hier sieht es besser aus. So. Also Angelika schreibt, alles wird gut, du schaffst es. Ah, danke, oh, das ist sehr lieb von euch, ehrlich. So. Wir schwören schon die ersten vom alten Vlies ab. Ja, die ersten schwören vom alten Vlies ab. Das, ich bin voll bei euch. Wie gesagt, das ist, also es ist ja sehr witzig. Ich habe ja lange Nähkurse gegeben und insbesondere auch Anfängerkurse. Und wenn es dann darum ging, eine Pumphose zu nähen in den Anfängerkursen, dann zum Winter hin, kamen die alle mit ihrem Alpenvlies um die Ecke. Und das ist natürlich ein sehr schönes, kuscheliges Material. Aber nachdem ich dann mit ihnen mich jedes Mal dann wieder da durchgekämpft habe, haben sie dann auch gesagt, also das ist nicht das Material, womit man tatsächlich anfangen sollte zu nähen. Das ist schon sehr heftig. So, ich muss mal eben gucken, dass ich das nochmal ein bisschen gleichmäßiger verteile hier. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht ganz so gesprächig bin, aber das ist hier gerade echt höchste Konzentration. Also dann fragt noch jemand, ob das Framilon gezogen wird oder einfach so mitvernäht wird. Also das kommt eben drauf an, wie weit der Kragen sich ausgedehnt hat schon in der vorigen Zeit. Ja? Und wenn das sehr weit geworden ist, dann muss man das Framilon natürlich... Also ich kann das hier mal zeigen. Genau so, ne? Also hier sieht man, ne, hier ist mein Framilon und hier unten habe ich nochmal so eine Beule und ich ziehe das jetzt so, richtig, dass die alle übereinander sind und das Framilon dann sieht glatt das Ganze oben dann drauf hinterher ist. Zusammen. Genau. So. Ich nähe das jetzt mit einer leichten Dehnung an tatsächlich, also damit das so stramm hält. Und man muss hier echt gucken, dass einem die Kragenkante da nicht... Ein Glück hast du die Kragen zusammengenäht. Ah, ich sag's dir. Ich glaube, sonst hätte ich das jetzt in die Ecke geschmissen. Das war sehr gut, dass ich auf euch gehört habe. Sowieso gut, immer auf euch zu hören. Also mal unabhängig davon. Aber ich glaube, so leise beim Nähen war ich schon lange nicht mehr. Habe ich schon mal unseren Newsletter erwähnt? Ja. Wenn alle so leise sind. Genau, haut mal raus, Werbung für euch. Eure Minute. Für alle, die später eingeschaltet haben, bei euch gibt es heute tolle Rabatte. Ja, genau. Genau, das sagen wir doch nochmal. Also ihr könnt heute für die E-Books bei uns im Shop 20% Rabatt bekommen bis heute Abend 20 Uhr mit dem Gutscheincode LIVETOOLONG2020. Das L vorne müsst ihr groß schreiben und ansonsten alles in einem Wort. Also, da könnt ihr ich bin rum und jetzt habe ich Angst. Bist du angekommen? Ja, und jetzt habe ich Angst. Ich will gar, ich will den nicht nach oben schlagen. Also von der Seite sieht es gut aus. Ja, schlage ich mal hoch und guck mal, ob ich alles gefasst habe. Daumen drücken bitte. Ganz fest. Und? Na?
Ja! Ja. Oh. Jetzt kann ich zeigen. Also war total easy. Bitte nicht darauf achten, dass ich hier das nicht, die Nähte nicht übereinander habe. Da so viel Konzentration war jetzt nicht Nein, mehr. Nein, da schauen wir jetzt nicht hin. Oh, er ist dran. Ja, super. Ja, sieht gut aus. Läuft direkt die Nase hier. Ich muss mal eben Nase putzen. Gott. So, jetzt bin ich auch wieder ansprechbar. Alles das Schlimmste geschafft. Es tut mir sehr leid für alle, die mir gefolgt sind, jetzt auch aus altem Vlies genäht haben. Ja, und bitte hier nicht den Mut verlieren, weil das, das ist. So, ich kann es nochmal zeigen. Ne? Also der Kragen ist dran, der wird dann beim Tragen quasi dann so ein bisschen umgeschlagen. Also das macht man dann beim Tragen entsprechend. Ne? So, und dann ist auch von dem Framilon, was jetzt so ein bisschen in der Kamera und dem Licht da so ein bisschen glänzt, auch nichts mehr zu sehen. Perfekt, super. Ich hätte gern Schnaps. Ja. Gott. Boah, Gott sei Dank kein Geruchsfernsehen hier. Ich habe hier Tod und Teufel hier geschwitzt. So, erstmal einen Schluck. Danke fürs Daumendrücken, ihr Lieben. Eine Bluse zusammen mit Kragen und Manschetten, ja? Ja, das ist ja Pipifax dagegen. Also, ne? So, Alpenvlies, ich sag's nur nochmal. Also, Konzentration wieder zurück. Es muss noch gesäumt werden. Eigentlich nur noch so. Und die Idee ist ja normalerweise, dass man jetzt den Stoff nach innen einschlagen würde und also ihn erst nochmal entweder abkettelt oder was auch immer damit macht oder mit der Cover einschlägt und dann festnäht. Und wir hatten uns ja entschieden, um dieses Designelement mit dem kuscheligen Kragen hier nochmal zu wiederholen, dass ich jetzt den Ärmel nicht nach innen schlage, sondern das Ganze einmal nach außen schlage. Dann hat er natürlich die Kettelnaht außen, ne? Von der Unterarm. Ja, das ist dann aber nicht ganz so schlimm, weil bei diesem Alpenvlies, ich weiß nicht, ob man es von der Kamera her sehen kann, verschwindet das eigentlich ganz gut. Oh, ja. Ne? Das ist, ja, oder fällt gar nicht so auf. Man steppt da so ein Stück noch ein Zierbändchen rauf. Verdeckt ja, oder man setzt irgendwie so diese ganzen, wie heißen die denn, diese Pins, nicht Pins, diese Fähnchen, die man jetzt überall hat, diese bedruckten, genau. Diese Etiketten, so, das ist das Wort. Die kann man ja da auch zur Not nochmal drüber setzen, wenn man das möchte. So, 2 Zentimeter, ne? Du, Julia schreibt, als nächstes kommt der Mantel Roberta, der Trench. Julia, ich dachte, du wolltest mich nochmal treffen. Ich glaube, ich muss mir das nochmal überlegen, ob wir zwei uns nochmal begegnen werden. So, Auge passt. 2 Zentimeter, ne, ihr Lieben? Oder 3? 3. Na, noch besser. 3. Zeig mal deinen Ärmel. 3. So. Jetzt kann es nur noch schöner werden. Ja, jetzt kommen die leichten Übungen. Ja, ich muss mal gleich gucken. Ich nehme mal gleich ein kleines Probestückchen Stoff, um den richtigen Zickzackstich dann rauszufinden. Weil, wie gesagt, ich würde das jetzt. Natürlich auch der Moment, um zu gucken, ob die Ärmellänge auch stimmt. Also, wenn der Ärmel jetzt zu lang ist, ist natürlich eh blöd. Nein, zu kurz ist es blöd. Wenn er zu lang ist, könnte man jetzt natürlich noch ein bisschen Feintuning machen. Und wenn er zu kurz ist, macht man ein Bündchen unten dran. Genau. Soll ich anziehen? Oder? Ja. Ja, jetzt schon und dann okay. Alle sagen ja. Alle sagen ja. Ihr zwei alle sagen ja. Ja, genau. So, dann ziehe ich mal eben an. Wir sind jetzt das Gremium. Genau. So. Ja. Ganz ehrlich, unten würde ich den gar nicht säumen, weil ich das ganz cool finde, dass der sich so hoch dreht. Und die Ärmellänge ist gut. Ich weiß noch nicht, ob er sich immer mehr rollt. Ich werde wahrscheinlich dann. Aber die Ärmellänge ist gut, ne? Ja, das ist gut. Also, ja, das ich mag es gerne, wenn er ein bisschen länger ist. Also für mich passt es. Aber man kann hier trotzdem schön sehen, ne? Also eigentlich müsste man tatsächlich hier nichts machen, weil der rollt sich richtig hoch. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja. Aber ich steppe ihn jetzt mal fest. Also, angezogen ist er. Ja, oh, ich sehe gerade nochmal zurück das Bild. Ja, der Brustabnäher sitzt. Gut, ne? Hätte vielleicht 2 Zentimeter länger sein können, aber muss nicht. Ist gut so. So, keine Falten, kein Nix. So. Boah, ist das warm in dem Ding. Nicht zu breit. Anna. Ja, super. Ist gut, ne? Ja. Mach mal einen Sieht auch tatsächlich nicht. Nein, das passt jetzt genau. Weißt du, wenn jetzt das hintere Halsloch um 3 Zentimeter zu lang geworden wäre, dann würde dir die ganze Schulter jetzt hier unten sitzen. Das wäre schade. Ja.
Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil mein T-Shirt natürlich da oben jetzt noch rausguckt. Ja. Macht mich fertig heute. Ding. Ey, ich bin sowieso schon nass geschwitzt und jetzt hänge ich noch diesem alten Fließkuschel-Pullover. So, ich wollte ja heute noch in den Garten. Ich glaube, das überlege ich mir. Geschwitzt habe ich heute schon genug. So, ich schiebe jetzt mal alles an Overlock-Gedöns mal ein bisschen hier zur Seite und werde jetzt den Rest dann noch mit der Nähmaschine nähen. Gut. Für alle anderen, die jetzt nicht mit Alpenvlies nähen oder sowas, ihr könnt erst den Saum einfach mal mit der Overlock einmal abketteln quasi und dann nach innen einschlagen, wenn ihr eine Overlock habt oder ansonsten genauso machen wie ich mit dem Zickzackstich. Nur, dass ihr halt dann nicht nach außen geschlagen habt, sondern nach innen. Jetzt ziehe ich mir das Ganze auf links, damit ich auch im Ärmel nähen kann und dann suche ich mir als nächstes erstmal noch ein Zickzackstich. 005 war das, glaube ich. Oh, Gott sei Dank habe ich das mir noch gemerkt. Also hier schreibt jemand, dass bei ihr der Abnäher absteht. Das kann jetzt natürlich sein. Ich weiß nicht, ob du ihn gebügelt hast, ob die Spitze ein bisschen ausgebügelt wurde oder ob er im Prinzip tütet, vielleicht weil er ein bisschen zu steil ausgenäht wurde. Also, oder beim Nähen ausgedehnt. Oder ausgedehnt, genau. Also das solltest du vielleicht mal kontrollieren. Also bügeln hilft auf jeden Fall. Auch mal über ein Bügelei zum Beispiel drüber. Nicht ja, nur genau. Ganz platt. Der Abnäher ist ja dafür da, um die Form für die Brust zu so ist geben. Es ist ja nicht platt hinterher. Genau. Ich weiß nicht, kennt ihr ein Bügelei? Sonst zeige ich euch mal eben, wie so ein Teil aussehen kann. Also nicht Ellen und Dagmar, dass ihr ein Bügelei kennt, dann weiß ich mal. Das wär jetzt was, wenn ihr nicht wisst, was ein Bügelei ist. Aber ich zeige es mal den anderen. Also das hier, ich habe mir einfach eins selber genäht. Ja. Das hat halt verschiedene Stellen mit verschiedenen Rundungen. Und dann kann man, jetzt habe ich es da schon drunter, also den Stoff auf jeden Fall so da drüber legen, je nachdem, was ausgebügelt werden muss. Und dann hat man das ein bisschen runder gebügelt. Richtig. So, gibt es in verschiedensten Formen, gibt es manchmal länglicher und ein bisschen höher. Also das war mein erstes Teil. Ist übrigens eine schöne Sache zum Stoffreste verarbeiten. Da kann man nämlich auch seine ganzen Stoffreste klein schribbeln und dann als Füllung benutzen. Einstecken. So, zurück zum Thema. Ich habe einen Zickzackstich eingestellt und ich werde jetzt so nähen, dass wenn der Zickzackstich links einschlägt, er direkt über der Kante ist. Und wenn er rechts einschlägt, auf zwei Lagen Stoff ist. So, mal gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann man das überhaupt sehen in der Kamera, was ich da tue? Ja, fand ich ganz gut. Ich nehme mal sonst, ich habe ja noch eine mobile Kamera, ich nehme die andere mal nach vorne und dann könnt ihr nämlich nochmal von vorne gucken. Dann sieht man nämlich das besser, wie der einsticht. Also hier fragt noch jemand wegen meinem Pullover, was das für ein Material ist. Also das ist ein Buckle, aber also das ist wie so ein Buckle-Strick. Es ist eine gestrickte Ware, keine gewebte. Sieht aber aus wirklich wie ein Buckle. Ja. Aber die ist nicht so elastisch, ne? Ja, ein bisschen. Ja, nicht so, aber ein bisschen. Ja. So, ich hab's gleich. Okay. Ja. Mal eben gucken. Einen Moment. Nein, noch nicht. Jetzt kann man die Nadel sehen, ne? Ja, das sieht man gut. So, das heißt, die Nadel sticht jetzt immer daneben und dann wieder hier ein. Also die geht direkt also über meine Stoffkante. Also die Schnittkante ist eigentlich verdeckt von dem Zickzackstich. Genau. Das hat den Vorteil nämlich, dass ich dann die Kante mit dem Zickzackstich auch gleichzeitig versäuber, falls die irgendwie noch ausfusselt oder so. Sagt mal was, ich bin schon wieder so leise. So konzentriert? Ja, es ist also... Da denkt man, man näht mal eben einen Pullover, ne? Haha, von wegen. Das ist hier tatsächlich Reden. Na gut, dass wir nicht die Strickjacke genommen haben.
Gucken wir mal, was wir uns fürs nächste Mal einfallen lassen. Wir hatten ja uns überlegt, dass wenn Corona dann vorbei ist, wir dann tatsächlich noch einen richtigen Live-So-Long hinkriegen. Das machen wir unbedingt. Mit in Person. Dann dürft ihr nähen und ich suche mir was aus. Dann kommen wir ein bisschen ins Schwitzen, genau. So, die erste Seite ist fertig. Ich zeige sie mal eben vorne in der Kamera. Mein Kniehebel jetzt hier abgebaut. Also so sieht das jetzt von außen aus. Ja. Ja, es ist hier über die Kante drüber einmal eingefasst und so sieht es von innen aus. Also von innen ist hier gar nichts zu sehen. Von außen, jetzt im Moment steht der Flor da noch so ein bisschen hoch. Ne? Mhm. Aber sieht doch gut aus. Und hat so ein bisschen so eine Bündchenoptik, ne? Genau. So, Fake-Bündchen. Also weil jemand fragt, eine Bündchen-Variante haben wir nicht dabei im Schnitt. Das müsste man sich selber machen. Aber ich finde, das ist hier eine gute Alternative. Ja, steht hier, hat jemand die Pamela aus dem Bono gemacht. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist ja dieser Feinstrick, dieser schöne, etwas dickere. Also ich habe jetzt ganz oft Beine vernäht. Das ist auch der Feinstrick, der ein bisschen dünner ist. Eben nachmessen, einen Moment. Kann gleich wieder reden. Und Bono ist ein bisschen dicker und ich finde die Stoffqualität also wirklich toll. Also ich bin ja sonst eher jemand, der nicht ganz so gerne so einem Hype nachläuft oder mitläuft. Aber Bene in dem Falle hat mich tatsächlich auch überzeugt und ich mag den Stoff sehr gerne. Ja, ich habe den jetzt danach ganz normal gewaschen, dann ist er nicht mehr 100% kuschelig, aber immer noch kuscheliger als so manch anderer Kuschelstoff nach der ersten Wäsche dann tatsächlich ist. Deswegen, also ich finde, der hat sehr gut die Form noch gehalten, Farbe sowieso und ist immer noch ein schöner Pullover. So, ich mache jetzt. Welche Breite nimmst du jetzt? Die 3 cm, ne? Ja. Die im Schnitt drin. Ja. Genau. Ich glaube, das sticht. Also einmal ausgemessen, der Rest mit Auge. Und normalerweise orientiere ich mich dann auch hier noch an der Stichplatte. Genau, da sind ja auch. Dass ich dann den richtigen Abstand habe, aber das sind jetzt zu viele Blicke, die ich richten müsste. Deswegen gucke ich jetzt hier nur. Deswegen habe ich mir das vorher gesteckt und gucke jetzt nur auf die Nadel. So, hier rollt er sich nämlich schon ein. Das soll er nicht. Wo hängt er denn da? Da. Nichtsdestotrotz, ihr Lieben, sind wir wahnsinnig gut in der Zeit, weil wir haben jetzt 1:15. Ja. Sagt ihr irgendwas zwischen 1,5 und 2 Stunden, da kommen wir ungefähr raus. Na, perfekt. So, dann sind die Ärmel nämlich jetzt gesäumt und dann muss ich nur noch unten säumen. Und dann mache ich das unten. Ich glaube, unten möchte ich das nicht. Machst du den Rollsaum, dass er ein bisschen hochrollt? Ich habe Angst, dass er mir zu hoch rollt. Ja, oder so lassen. Ja. Also so würde er sich jetzt von unten selber hochrollen. Ich finde das ganz gut. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Also mir gefällt das auch ganz gut, muss ich sagen. Ich würde jetzt es aber davon abhängig machen, wie sich das... Das war ein Glas Wasser in die Steckdose. Ich hoffe, ihr seid noch da. Upsi! Immer mal wieder was Neues. Zurück zum Thema. Ich werde das beobachten beim Tragen, wie sich das hochrollt. Ob man da irgendwie was tun muss oder sowas. Falls es sich zu sehr hochrollt und ich dann immer so bauchfrei dann da stehe, dann würde ich das tatsächlich noch einmal festnähen. Aber jetzt gefällt mir das mit dem leichten Hochrollen unten eigentlich auch ganz gut. Weil ich glaube, wenn ich das jetzt unten nochmal so mache wie an den Ärmeln, dann ist das zu bam vorne. Ja. Also dann betont das zu sehr und dann lenkt es zu sehr von den anderen Sachen ab. Dann vernähe ich jetzt nur noch eben die Overlocknaht. Wo habe ich die denn hingetan? Da sind meine Nadeln. Weil die Overlocknaht im Moment ja noch unten runter guckt, unten rausguckt und die hätte ich ja sonst beim Einschlagen dann mit festgenäht. Das ist jetzt aber nicht so und damit die nicht unten raushängt und die Naht da wieder aufgeht, nehme ich mir jetzt eine Stopfnadel und ziehe das Ende der Overlocknaht dann hier einmal rein. Seid ihr noch da? Ja. Gut. Wir hören dir ganz gebannt zu. Okay. Das brauche ich nicht mehr, das hatte nicht funktioniert, leider. So.
Nee, war eine Information für Jonas, der hier gerade versucht, mein Unglück zu retten mit dem Glas. Bin nur froh, dass ich das nicht voll in die Steckdose rein, sondern nur, das ist vor. Also, mir ist hier gerade ein Glas runtergefallen und das Glas war voll mit Wasser und das Glas ist heile geblieben, hat sogar noch die Hälfte vom Wasser, na, nicht ganz drin, aber da liegen jetzt die ganzen Kabel und daneben ist die Steckdose. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt keinen Kurzschluss in den nächsten 5 Minuten haben, aber der Pullover wäre ja jetzt uns auch erstmal fertig. Ja. So, hier habe ich zu knapp abgeschnitten, dann ziehe ich da einfach so ein bisschen an dem Fädchen und ziehe das mal rein, dann sollte das eigentlich auch nicht aufgehen. So, also ich nehme die Stopfnadel und gehe in diese Overlocknaht-Kante sozusagen wieder zurück und ziehe alles, was an Overlocknaht dann noch da ist, durch das Nadelöhr und dann das Ganze durch die Overlocknaht zurück, damit an der Stelle die Naht nämlich nicht wieder aufgehen kann. Hier war es jetzt ein bisschen zu wenig, weil ich da eben ganz knapp abgeschnitten habe, aber ja, das sollte so eigentlich auch reichen. So! Ja. Ah. Tada, fertig! Abenteuer. Es ist fertig! Ja, ich ziehe es jetzt für euch natürlich gerne nochmal an. Jetzt ist es auch nicht mehr ganz so spannend. Sagt ihr mal so ein bisschen was, dann kann ich nämlich das T-Shirt unten drunter ausziehen. Ihr seid dran, ja. Ihr dürft doch was Schönes erzählen. Was wolltet ihr noch unbedingt loswerden? Also es hat bisher ja super viel Spaß gemacht. Und es war echt eine tolle Erfahrung und gerne wieder. Gerne wieder auch von meiner Seite. Ja, also... Wir würden dich gerne noch mal in Spitzen bringen, Anna. Den Spieß drehen wir nächstes Mal um. So, ich bin fast fertig. Angezogen? Ich bin angezogen wieder, ja. Ich habe nur gesehen, ich muss an einer Stelle hier noch eben den Faden abschneiden. So. Tada! Sogar mit T-Shirt unten runter nehme ich weg. Ja. So, ihr Lieben. Das Gummiband im Halsloch hat sich sowas von gelohnt. Aber ja. Hallo. Ja, ja, definitiv. Das sieht super aus. So, ich habe einen neuen Kuschelpullover. Das ist ja das Bescheuerte an Alpenvlies. Wenn man durchgehalten hat und fertig geworden ist und noch lebt nach diesem Abenteuer, weil man Wasser in die Steckdose geschmissen hat, dann hat man tatsächlich nachher wirklich ein wunderschönes Teil. Also so viel, wie ich eben über Alpenvlies geflucht habe, so schön ist das Material tatsächlich dann, wenn man es trägt. Also es ist, es macht schon sehr viel Sinn, auch mal sich an Alpenvlies zu trauen. Aber ich habe auch wieder was gelernt. Ich glaube, ich werde im Live-Solo nie wieder ein Alpenvlies vernähen. Mache ich nie wieder, aber ich bin sehr glücklich. Super gemeistert. Dankeschön, ihr Lieben. Ach, es war ein Traum mit euch zwei. Es hat mega viel Spaß gemacht. Gefällt mir gut. Ja. So, ich habe eine Pamela. Ich freue mich. Und meine Kinder freuen sich auch, weil dann können sie wieder kuscheln kommen an dem schönen Kuschelpullover. Mal gucken, wie lange der in meinem Schrank bleibt oder wann er irgendwann weggezogen wird. Ja, wir sind wirklich fertig. Also ich bin wirklich ganz fertig. Einen Moment, der Herr Kapellmeister ruft noch was. Ach so, die Hashtags. Dankeschön, vielen Dank. Also wer mit mir zusammen durchgehalten hat und auch natürlich mit Ellen und Dagmar, der darf sehr gerne seine Werke nachher bei Instagram noch zeigen. Das ist nämlich immer das Allerschönste für uns, wenn wir am Ende eure Werke sehen und was ihr damit gemacht habt. Also wir haben die Hashtags hier unten eingeblendet. Hashtag LiveSoLong, Hashtag PulliPamela, Hashtag SchnittmusterBerlin. Und Hashtag einfach Premium, glaube ich. Da könnt ihr das dann auch mit runterschreiben, denn alle Premium-Mitglieder hatten ja die Möglichkeit, sich das komplette E-Book runterzuladen und nicht nur das Schnittmuster. So, ihr Lieben, es war mir ein sehr, sehr großes Fest mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nicht nur heute, sondern auch die Kooperation im letzten Monat im Premium-Bereich mit euch. Die ist ja auch so schön gelaufen mit der Lotta. Das war ja auch ganz toll. Und überhaupt mit euch zusammenzuarbeiten, war mir ein großes Vergnügen. Dankeschön an dieser Stelle. Wir verabschieden uns. An dieser Stelle im Live-Solong, ihr dürft gerne gleich noch ein abschließendes Wort sagen, bevor ich mich dann ganz rausnehme. Und der Programmhinweis, ich habe es vernommen, ihr habt Lust auf ein Adventsnähen mit mir. Dann gucke ich, dass ich das irgendwie organisiert kriege, dass wir uns auf den Sonntag nochmal für 2 Stündchen zusammensetzen und jeder näht, worauf er gerade Lust hat. Und wir quatschen einfach ein bisschen zusammen. Und ansonsten im Januar gibt es den nächsten Live-Solong mit der lieben Barbara von Das mache ich nachts. Und da wird ein bisschen gepatchworked. Gebt diesem Video gerne einen Daumen hoch, schickt es an eure Freunde weiter, schaltet nächstes Mal wieder mit ein, drückt den Abo-Knopf, tralala, das kennt ihr ja. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag, aber das letzte Wort haben Ellen und Dagmar von Schnittmuster Berlin. Ich sag schon mal ciao. Tschüss, Anna. Tschüss, und wir.
verabschieden uns von euch allen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr spannend. Ganz toll, sehr kurzweilig. Wir konnten euch ein paar Tipps geben, dass ihr einen Lerneffekt hattet. Wie auch immer, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.